Ja, schönen guten Abend. Ich bin der McLemmon. Ich bin online und offline unter diesem Namen bekannt oder auch nicht bekannt. Ich verwende ihn jedenfalls. Und ja, heute soll es ein bisschen um Darknet gehen, die dunklen Seiten des Internets. Also wenn man sich so eine Gesellschaft anschaut, so eine Demokratie, die entwickelt sich weiter, die braucht auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit an neue Gegebenheiten. Gesellschaft ändert sich, die Welt verändert sich und die Geschichte ändert sich. Und damit wir das tun können, so wie es die Natur gesagt hat, passe dich an oder stirb aus. Das mit dem Aussterben finden die meisten von uns jetzt nicht so leiwand meistens. Ja, wollen wir uns halt anpassen. Das heißt, dazu brauchen wir auch gewisse Freiräume, mit denen wir agieren können, wo Gedanken möglich sind, wo Gedanken zugelassen sind, wo gefahrlos diskutiert werden kann, ohne die Gefahr der Repression, der Gewaltandrohung oder der Zensur. Und die reine Legalität dabei ist auch kein Thema. Was schauen wir uns da noch alles an? Weil reine Legalität, wenn man sich das anschaut, machen wir ein dunkles Slide, passend zum Thema. Die Sklaverei war legal, die Apartheid war legal, die Nürnberger Rassengesetze waren legal, das fehlende Frauenwahlrecht war auch legal. Unsere Eidgenossen in der Schweiz haben das erst vor gar nicht so vielen Jahren eingeführt, also ist erschreckend, aber es ist alles legal. Das heißt, die reine Legalität hat damit nichts zu tun. Und damit man eben diese Probleme, die die Gesellschaft quasi historisch rückwirkend betrachtet hat, beheben können und uns weiterentwickeln können, brauchen wir eben Freiräume, in denen sich neue Gedanken und Vorstellungen entwickeln können. Und dort, wo lückenlos überwacht wird, ist halt diese Weiterentwicklung nicht möglich oder nur mit Vollgas in Richtung Mittelalter. Da wollen die meisten von uns nicht hin, nicht nur wenn sie rothaarig sind oder die falsche Rüstung tragen. Das wollen wir nicht, glaube ich. Also ich zumindest möchte das nicht. Und wie auch die Geschichte gezeigt hat, ist lückenlose Überwachung nicht möglich. Funktioniert einfach nicht. Auch das haben wir oft genug gesehen. So, Begriffe. Da gibt es viele Begriffe, die da rumgeistern mit dem Thema. Viele davon sind schwammig bis gar nicht definiert oder werden je nachdem gerade umgedichtet, wie es halt gerade zum Artikel passt. Je sensationeller oft, desto besser, weil es bringt mehr Klicks und Klicks bringen Einnahmen. Ja, wer hat schon Erklärungen gehört, was denn das Darknet oder Dark Web sein soll? Okay, ungefähr ein Drittel des Publikums hat das schon mal gehört, so diverse. Sind die kohärent? Sind die stimmig? Ist es immer das Gleiche? Ein paar ja, ein paar schütteln den Kopf. Also wir sehen schon, ganz einfach ist es offenbar doch nicht. Schauen wir uns das einmal an. Machen wir mal die einfachen Begriffe. Das Internet. In den 80er, 90er Jahren hätte ich mir dann noch schwer getan, das zu erklären. Heutzutage ist das vergleichsweise überschaubar. Aus topologischer Sicht ein Netzwerk von Netzwerken, so wie das LAN, das ihr zu Hause habt, oder das die Digital Society hier auch betreibt, oder wie die Firma, in der ihr arbeitet, ein Netzwerk betreibt. All diese Netzwerke miteinander verbunden, machen ein großes Netzwerk miteinander, das Internet, Interconnected Networks. Okay, so viel können wir uns vorstellen, das haben wir alle schon verwendet wahrscheinlich, gehe ich davon aus, sonst wäre es wahrscheinlich nicht hier. Also da geht es einmal um physische Verbindungen, das heißt Ethernet-Kabel, WLAN-Router, GSM-Stationen, Satelliten, Glasfasern, in Österreich selten, aber ja. Also mal so physische Medien, über die kommuniziert wird, von wem oder was auch immer. Und dann gibt es Protokolle, die werden auf diesem physischen Medium übertragen. Das ist quasi die Sprachen, die Computer oder Dinge im Internet miteinander reden oder Applikationen auf dieser eben Kommunikationsinfrastruktur verwenden. So wie Morsecode, den gibt es auch in zwei bekannteren Ausprägungen, nämlich Ton und Blinken. Ton wird in der Telegrafie verwendet, das piepst dann so schön. Und das Blinken wird hauptsächlich in der Schifffahrt verwendet, da wird halt mit einer Blende vor einem Scheinwerfer geleuchtet. Ist aber prinzipiell die gleiche Sprache, Morsecode.
Auch wenn man das eine kann, kann man nicht zwangsläufig das andere lesen und umgekehrt. Aber prinzipiell ist es das gleiche Konzept und die gleiche Sprache, nur halt auf zwei unterschiedlichen Medien. Einmal Ton, der elektrisch übertragen wird, und einmal Licht. Andersrum, das gleiche Medium, wenn ich jetzt hergehe, akustische Übertragung, da kann ich jetzt als Mensch darüber Sprachtelefonie zum Beispiel machen, über so einen Klingeldraht. Oder ich kann ein Modem dranhängen und mein Modem piepst da irgendwelche Daten durch. Die meisten von euch werden ein Modem schon mal gesehen oder auch verwendet haben. Also das Publikum ist jetzt da nicht so jung, dass die meisten jünger sind als Modems, aber können wir uns alle vorstellen. Ne? Also an Kilohertz-Trägerton reinpfeifen schaffen wir auch noch, dass das Modem uns antwortet. Das haben wir alle schon mal ausprobiert. Fax hat den gleichen Trägerton, ja. Also Faxgerät antwortet immer, wenn ich reinpfeife. Das ist kein Problem. Kann man gerne probieren, also so als Hausübung überhaupt kein Problem. Aber über dieses Medium kann ich eben eine Sprache übertragen, so wie Deutsch oder Esperanto oder Englisch oder was auch immer Sie für Sprachen sprechen. Oder eben die Modemsprache, digitale Töne übertragen. Gleiches Medium, unterschiedliche Sprachen, Protokolle. Und im Internet gibt es halt auch sehr viele von diesen Protokollen. Und die meisten davon haben irgendwie eine Abkürzung mit vier Buchstaben. Der letzte ist ein P für Protokoll. Kennt man? SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Es ist vergleichsweise wirklich simpel und es überträgt von Mail-Server zu Mail-Server E-Mails. Hochkomplexes Teil. E-Mail ist circa 50 Jahre alt und hat sich in den letzten 35 Jahren kaum verändert de facto. Also es ist immer ein klassischer Fall von neuem Medium also, wie sie auch gerne bezeichnet wird. Anderes Beispiel kennen wir auch, HTTP, das Hypertext Transfer Protocol, über 25 Jahre alt inzwischen, Neuland für uns alle. So wird es jedenfalls proklamiert. Gut, damit sind wir auch schon beim World Wide Web angelangt, das WWW, oder eben das Interweb, im Gegensatz zu Internet. Wenn wir uns das anschauen, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an? Naja, also wenn man so hypothetisch betrachten, das ist das gesamte Internet. Also wir sehen da einen großen Kreis und in der Mengenlehre ist das so mein gesamtes Internet einmal symbolisiert. Da werden alle von diesen Protokollen, von diesen Sprachen gesprochen und ein Teil davon ist das Interweb. Das ist da, wo HTTP gesprochen wird, da wo Webseiten wohnen. So in ihrer natürlichen Umgebung, dem Internet, wohnen halt im Interweb quasi die Webseiten. Also ergo, das Internet in seiner Gesamtheit ist größer als das Interweb. Weil nur Webseiten, andere Dinge gibt es da auch noch, folglich simple Mengenlehre. Gut, wo kommt jetzt das mit dieser Dunkelheit her? Ja, Beamer ist jetzt auch finsters Absicht. Birndl ist nicht durchgebrannt, ich schwör's, zumindest noch nicht. Ja gut, historisch verwenden wir den Begriff der Dunkelheit für irgendwas, was wir nicht kennen, was potenziell bedrohlich ist. In der Nacht ist es halt gefährlicher als am Tag, vor allem wenn ich irgendwo aus meiner Höhle rauskomme, im Mittelalter oder in der Steinzeit mit meiner Keule bewaffnet. Lichtschwerter waren damals leider noch eher wenig verbreitet. Als am Tag, wenn ich zumindest sehe, dass ich gleich gefressen werde von diesem hungrigen Tiger. Das heißt, ja, die Menschen hatten halt damals noch nicht so praktisch Licht zum Mittragen, wie die Leuchtdiode auf ihrem Smartphone, eine Taschenlampe oder eine Fackel. Ja, hilft heutzutage, ist halt überall irgendwo eine Taschenlampe oder eine Straßenbeleuchtung oder ein Scheinwerfer, der uns das beleuchtet und uns damit die Angst nimmt. Also historisch, das mit dem Dunkel ist böse und gefährlich, ist aus der Steinzeit. Der Begriff ist an sich überholt, aber immer noch weit verbreitet. Also vor allem, wenn man bedenkt, die Backbones im Internet werden per Glasfaser übertragen und da wird Licht übertragen. Ja, also das Licht am Ende der Glasfaser. Und genau. Heißt auch Dark Fiber. Ne? Also vor allem, wenn sie nicht verwendet wird. Vor allem. Gut, wenn wir jetzt hernehmen, das Darknet, wir haben wieder so wie vorher einen Kreis, der ist das gesamte Darknet. Und da werden wieder alle möglichen Protokolle gesprochen, so wie im Internet. Und da drinnen gibt es einen kleineren Teil, der ist das Dark Web, und da werden wieder HTTP und Webseiten gesprochen. Auch da wieder, das Darknet ist größer als das Dark Web. Soweit so einfach. Mengenlehre haben wir alle gelernt, dritte Klasse oder so, das schaffen wir. Wie groß das alles wirklich genau ist, ja, ungefähr halt, ne? Weiß niemand so genau. Jetzt gibt es verschiedene Definitionen für was ist Dark Web und was ist Dark Net und wie grenzt sich das voneinander ab. Weil so einfach, wie ich es da zeige, ist es halt nicht. Ne?
Was gibt es da für Begriffe? Behauptung. Das Darknet ist alles, wofür ich spezielle Software brauche. Hat man schon mal gelesen irgendwo, ne? Ja, da wackeln schon einige mit den Köpfen, ne? So, irgendwas hat es mit der Behauptung. Also erstens, was ist spezielle Software? Wer entscheidet das? Für wen ist die speziell und für wen vielleicht doch nicht so speziell? Manche von uns werden tagtäglich mit einem Terminal arbeiten, andere nicht. Für wen ist das jetzt speziell oder doch nicht? Ist ein E-Mail-Programm spezielle Software? Thunderbird? Outlook? Ich verwende beides nicht, aber ist, okay, sehr speziell, das hat jetzt so einen Unterton. Ich nehme an, das bezog sich auf Outlook, aber Zustimmung, okay. Was ist mit Chat-Applikationen? Man erinnert sich noch an ICQ? Geht noch ein paar Grinsen durch die Reihen, ja. Jabba? Matrix? Ist WhatsApp eine spezielle Applikation? Ist es speziell, wenn es irgendwie 1 Milliarde Menschen verwendet? Standard. Tja, für wen? Für die Milliarde. Für die andere ist es vielleicht sehr speziell, weil sie es eben nicht verwenden. Genau, es ist sehr schwierig. Ja? Und wo ist diese Applikation? Auf meinem Telefon, auf meinem Computer, auf irgendeinem Server? Auf meiner Smartwatch, auf meiner Glühbirne, sind heutzutage ja auch nur noch Computer, die Photonen ausschicken. Schwierig, ne? Snapchat, das ist definitiv ein Ding, über das kommuniziert wird, hat aber überhaupt keine Webseite, der Dienst. Das gibt es nur als App am Telefon, gibt es nicht einmal für Desktop-Rechner. Mag mich korrigieren, ich bin kein Snapchatter, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube nicht, dass es da was... Okay, mit Snapchat habe ich die Leute jetzt verschreckt, Verzeihung. Mann. Okay. Netflix, ist das spezielle Software? Das kommt drauf an. Schauen wir mal. Also mit diesem spezielle Software dafür brauchen, kommen wir irgendwie nicht so ganz hin. Ne? Das ist so, da gibt es zu viele Dinge, die Ausnahmen sind und die bestätigen zwar normalerweise Regeln, aber das, irgendwie haut das nicht hin. Also nur spezielle Software funktioniert nicht. Dark Web ist alles, wo ich einen speziellen Browser dafür brauche. Also zum Beispiel der Internet Explorer 6, weil das Firmenportal mit nichts anderem funktioniert. Ist das jetzt ein spezieller Browser? Da mag die eine oder andere Person auch meinen, ja, der ist schon eher speziell. Vor allem die Leute, die Webseiten entwickeln. Ja? Oder ist iTunes ein spezieller Browser? Technisch ist das nur HTML, CSS, JavaScript, nur halt in einem fancy Interface und ich kann auf Play drücken, damit es laut wird. Aber in Wirklichkeit ist es ein spezieller Browser. Ist das jetzt Dark Web? Ah, nicht wirklich, oder? Oder doch? Vielleicht? Da schüttelt jemand den Kopf und nickt. Ja? Also, spezieller Browser, da kommen wir auch irgendwie nicht hin mit der Definition. Gut. Interessante Überlegung. Dark Web ist alles, was nicht durch Suchmaschinen indiziert wird. Kommt näher hin. Für jede Suchmaschine, okay, da gibt es schon ein paar Einwände. Gut, also da gibt es noch diesen Deep Web Begriff auch noch. Der ist da auch so nicht ganz abgrenzbar. Deep Web, Dark Web, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Wenn wir jetzt mal hernehmen, okay, nehmen wir einfach mal an, alles was nicht von Suchmaschinen indiziert wäre, ist Dark Web oder Deep Web. Nehmen wir es mal so hin. Naja, mit welcher Suchmaschine? Wenn ich auf Google was finde, dann ist es eindeutig nicht Dark Web, oder? Logisch, oder? Wenn ich jetzt aber hergehe und mit meinem Recht auf Vergessen in der EU bei Google ein Suchergebnis lösche, dann habe ich damit mit Rechtsdurchsetzung diese Seite ins Darknet befördert aus Sicht von Google, weil jetzt ist sie von Google nicht mehr indiziert. Haut auch nicht so hin, ne? Und wenn ich stattdessen Yahoo oder Bing oder Yandex verwende oder DuckDuckGo, dann habe ich auf einmal nicht ein Dark Web, sondern 17 verschiedene, weil manche Seiten sind halt von manchen Suchmaschinen indiziert und andere wieder nicht. Und auf einmal habe ich nicht ein Dark Web, sondern 37 oder noch mehr. Das haut irgendwie auch nicht so ganz hin, das ist schwierig. Oder ist Dark Web alle Webseiten, in der robots.txt drinnen steht, die neue Stern? Mit der robots.txt kann ich bei einer Webseite sagen, liebe Suchmaschine, das sollst du bei mir indizieren und das nicht.
ist einfach eine Textdatei, die könnt ihr euch bei jeder Webseite anschauen. Einfach die Webseite aufrufen und robots.txt hinschreiben. Die meisten Webseiten werden das haben und da stehen lustige Dinge drinnen. Da gibt es ASCII-Häschen und bei manchen steht drinnen Deny-Stern oder erlaube alles. Oder erlaube alles, aber dort, dort und dort schau bitte nicht hin. Super, wo werde ich als erstes hinschauen, wenn es mich interessiert? Ist das jetzt Dark Web? Also wir sehen schon, Schrödingers Dark Web, es ist gleichzeitig da und nicht da. Und je nachdem, was ich wo finde oder in welchem Land ich mir das jetzt anschaue, ist mein Darknet nicht dein Darknet und umgekehrt. Und je nachdem, von wo ich halt schaue, mit welcher Maschine ich hingehe. Und das haut nicht hin, das kann man nicht abgrenzen, das funktioniert nicht. Gut, andere Definitionen, denen ich begegnet bin. Seiten, die nicht öffentlich sein sollen. Die nicht öffentlich sein sollen. Genau. So. Wenn jetzt jemand vergessen hat, in die Robots.txt reinzuschreiben, deny Stern, und auf einmal sind irgendwie ein paar Firmenverträge doch auf der Webseite und hat dann halt Google doch indiziert. Die sollen wahrscheinlich nicht dort sein, sind sie aber doch. Funktioniert auch nicht so ganz, ne? Wenn ich so einen Download-Link hergebe, von irgendeinem File-Sharing-Service. Ja. So, ich habe meine Dropbox zum Beispiel oder mein WeTransfer oder mein C-File oder was auch immer. Da habe ich eine Datei reingestellt, den Link möchte ich jemandem geben, damit die irgendwelche Fotos von der Veranstaltung heute Abend zum Beispiel verwenden können. Der Link ist jetzt nicht wirklich öffentlich. Wenn ich ihn aber wem schicke und die Person den Link kennt oder weitergibt oder sich selber auf der Webseite verlinkt, niemand hindert irgendwen daran, den Link zu verwenden. Das sind jetzt die Daten, also kenne ich den Link, ist es öffentlich, kenne ich ihn nicht, ist es nicht öffentlich? Das ist schwierig, ne? Haut auch nicht so wirklich in die Definition. Gut, was anderes. Alles, was ein Login braucht, ist Dark Web. Also mein Webbanking ist definitiv Dark Web. Ich hoffe, eures auch. Genau. Hätten wir schon mehrere Indikatoren dafür, dass das hinhaut mit der Definition. Gut, ein WLAN braucht auch ein Login, die meisten zumindest. Ist das jetzt Darknet? Ich meine, mit der Bandbreite schaut es ziemlich zappenduster aus in Österreich, in vielen Bereichen, aber das Kaninchenzüchterforum oder auch Kaninchenzüchterinnen, ich bin mit Kaninchen nicht so fit. Und ja, ich habe nachgeschaut, es gibt wirklich ein Forum für Kaninchenzucht und da kann man sich einloggen. Ist das jetzt Dark Web? Ich glaube nicht, dass das so wirklich hinhaut. Gut. Das Dark Web, das ist alles, wofür ich den Tor-Browser brauche. Also irgendwie so mit .onion, so Hidden Services und alle möglichen Begriffe, die da noch kommen. Also erstens kann ich jede .onion-Webseite, für die ich normalerweise den Tor-Browser brauche, auch ganz ohne, also was ist so eine Onion-Site? Eine Webseite, die ich mit dem Tor-Browser aufrufen kann. Zum Beispiel Facebook. Ja? Facebook, core.www.i.onion. Das ist eine Darknet-Seite, welche hat .onion, da brauche ich den Tor-Browser dafür. Facebook. Das ist wirklich Facebook. Oder so wie die New York Times, The Guardian, The Intercept, der Chaos Computer Club Wien. Okay, das ist wirklich eine dunkle Webseite, aber... Ist das? Und wenn ihr da ganz oben schaut, in die Adresszeile von dem Screenshot, ja, ich weiß, es ist ein bisschen klein, aber da steht bla bla gibberish, das ist so das, wie Onion Links halt ausschauen, Punkt Onion, Punkt Link. Das hört jetzt aber mit Punkt Link auf und nicht mit Punkt Onion. Wer jetzt aufgepasst hat, Icon has Domain Name, die Icon hat Punkt Link als Top-Level-Domain eingerichtet und Onion.link ist eine ganz normale Webseite. Wenn ihr genau schaut, das ist auch kein Tor-Browser da, das ist ein ganz stinknormaler Firefox. Das heißt, ich kann diese Onion-Seite mit einem normalen Firefox ohne irgendwelche Konfigurationen aufrufen und ich brauche keinen Tor-Browser, um diese Onion-Seite aufzurufen. Also nicht einmal die Definition funktioniert als Unterscheidungsmerkmal. Und ob ich da jetzt onion.link, onion.to oder da gibt es noch ein paar andere Webseiten, die quasi das miteinander verbinden, wo ich gar keinen Tor-Browser installieren brauche und trotzdem dorthin komme. Haut also auch nicht so ganz hin. Und was ist eigentlich mit den ganzen anderen Anonymisierungsdiensten und Overlay-Netzwerken, die es gibt? Ja, so Zenmate,
Phison, GNUNet, Lantern, CJDNS, Jondonym, Bitmask, GNUNet, die diskriminieren wir jetzt? Wollen wir nicht eigentlich, oder? Die dürfen genauso im Internet sein. Also, da komme ich auch nicht hin. Ja? Tor ist sicherlich das bekannteste, aber es gibt ganz viele weitere noch. Ja? Folglich, das haut auch nicht hin, weil mit dem einen kann ich auf das andere nicht zugreifen. Also quasi I2P ist aus Sicht von Tor ein Darknet. Jetzt habe ich ein Darknet, das aus der Sicht eines anderen Darknets noch darker ist. Ja, das ist schon. Kommen wir nicht weiter. Und übrigens, euer VPN hat eigentlich auch alle technischen Eigenschaften. Es verbindet nämlich ein Netzwerk oder einen Rechner mit einem anderen Netzwerk oder zwei Netzwerke miteinander. Und da brauche ich spezielle Software, weil wer schon mal OpenVPN konfiguriert hat, der weiß, ich könnte jetzt auch IPsec sagen, ja. Das ist spezieller. Und ist jetzt ein VPN ein Darknet? Okay. Also um ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Irgendwie ist alles Internet, aber auch Darknet. Und irgendwie ist alles Dark Web, aber auch Internet und Interweb. Je nachdem, wer von wo halt gerade wohin schaut. Also irgendwie ist alles, oder zumindest manches, offensichtlich beides gleichzeitig. Und die meisten Sachen sind nicht wirklich eindeutig zuzuordnen und hängen von der Betrachtungsweise und von meinem Blickwinkel ab. Und wenn das alles nicht wirklich unterscheidbar ist und eh alles das Gleiche oder auch nicht, gibt es das überhaupt? Sehr philosophisch jetzt die Ansicht, schon klar, aber wir haben gesehen, mit allen möglichen verschiedenen Versuchen das einzugreifen, wir kommen nicht weiter. Es gibt immer so viele Dinge, die, wo alle sich einig sind. Nein, aber das nicht. Also. Und alles, was ich nicht kenne, ist böse und außerdem fresse ich es nicht. Ja, natürlich, alles, was ich nicht kenne. Also quasi alles, was bei Google in den Suchergebnissen kommt, kenne ich ja nicht, sonst hätte ich da nicht suchen müssen. Also, sehe schon. Also an der Argumentation, da müssen wir noch ein bisschen ausbauen, fürchte ich. Das wird schwierig. Okay, also das, was in den meisten Fällen gemeint ist damit, ja, sind geschlossene Bereiche, die für manche zugänglich sind und für andere nicht. So wie der Raum hier. Wenn irgendwer nicht mag, dass wir reinkommen, lassen wir die Tür zu. Dann ist das eine geschlossene Gesellschaft. Ja? Gated Community. Und genauso wie das ein Forum sein kann für die Kaninchenzucht, wo ich mich anmelden muss, oder Facebook. Facebook ist nicht von Google indiziert oder von irgendwelchen anderen Suchmaschinen, außer von Facebook. Aber dazu muss ich mich erst anmelden. Ja? Das ist halt nur für manche Leute sichtbar. Oder für manche Geräte sichtbar. Und auch nicht mit jedem Gerät. Ja, manche Dinge kann ich am Telefon tun, die ich am Laptop nicht machen kann. Irgendwelche Messenger, so Threema? Es gibt keinen Mac-Client für Threema. Ja, existiert nicht. Kann ich also nicht tun. Betrifft aber genauso eben Chat, E-Mail, VPNs, alles mögliche andere. Und irgendwie ist das alles viel langweiliger, als man glaubt. Aber wenn man natürlich jetzt eine Webseite betreibt, die durch Klicks auf Werbung bezahlt wird, dann suche ich mir natürlich die Dinge, die viele Klicks erzeugen. So. Und, aber das, was die meisten von diesen Netzwerken eben gemeinsam haben, ist, sie spannen einen Bereich auf, in dem nicht dauernd irgendwelche Tracker und Werbeanbieter hinter euch herschnorcheln. Ja? Und das ist ja eigentlich, haben wir ja eingangs schon gehört, so die freie Gesellschaft, die wir uns alle erwünschen und erträumen, die kann sich halt auch nur besser entwickeln und überhaupt entwickeln teilweise, wenn eben nicht dauernd jemand hinter uns her schnorchelt und schaut. Und ja, wenn wir uns da jetzt mal ein paar anschauen von diesen Sachen, dann finden vielleicht manche Geheimdienste oder staatliche Behörden das mit dieser Anonymität im Internet ist vielleicht ein bisschen gefährlich und geschlossene Bereiche auch, weil da wissen wir ja nicht genau, was die so treiben. Und bloß weil sie dort nicht lückenlos überwachen können, was eh nicht funktioniert. Na, schauen wir mal. Ich habe es vorher schon angesprochen, das bekannteste von diesen vielen verschiedenen Darknet-Diensten und Anonymisierungsnetzwerken, die es gibt, ist sicherlich das Tor-Netzwerk. Es ist zumindest das, was in den meisten Medien immer genannt wird. Und der Einfachheit halber möchte ich mich jetzt mal auf das konzentrieren. Wer von euch hat das schon mal verwendet oder
Ja, gehen schon ein paar Hände hoch. Wer kennt wen, der das schon mal verwendet hat oder die das schon mal verwendet hat? Da gehen auch noch ein paar Hände hoch. Also haben gut die Hälfte hat zumindest schon mal von dem gehört. Eine Person, die eine andere Person kennt, die weiß, dass das jemand verwendet hat. Okay. Vielleicht habt ihr ja nachher noch ein paar Gründe mehr, euch das mal anzuschauen und Tor wirklich zu verwenden zum Beispiel. Ist gar nicht schwierig. Tor ist übrigens nicht nur der Tor-Browser, den ich vorher schon angesprochen habe. Das sind über 50 Projekte, die zu diesem ganzen Ding dazugehören. Und alle möglichen Arten von Kommunikation und Analyse des Internets und auch des Tor-Netzwerkes ermöglichen. Da gibt es ganz, ganz viel zu sehen da drin. Das ist super interessant. Zum Beispiel Zensurmaßnahmen in Staaten feststellen können. Das ist möglich mit Technologie, die aus dem Tor-Projekt kommt. Ganz, ganz super. Was sind so die Ziele, die zum Beispiel jetzt das Tor-Projekt ganz konkret, wenn wir dabei bleiben, verfolgt? Anonymität. Was heißt das? Was heißt anonym zu sein? Anonym, ohne Namen. Dass ich online irgendeine Art von Identität habe, die mit meiner physischen Identität nicht zusammenführbar ist. Ja? Zahl eine Runde. Bei der Gelegenheit hat die Schampen. Sonst zahle ich die nächste Runde. Also, Anonymität. Ich habe online eine Identität, die nicht mir zugeordnet werden kann. Oder auch in der physischen Welt kann ich ja genauso anonym sein. Wenn es kalt genug ist, darf ich mir einen Schal vor die Nase ziehen. Ja? Ob mir kalt ist, entscheidet unser Innenministerium, aber prinzipiell, wenn die sagen, mir darf jetzt kalt sein, dann darf ich mir den Schal vor die Nase ziehen. Was gibt es noch? Pseudonymität. Nicht mehr, die wurde schon wieder eingestellt. Ja, tragisch. Aber es gibt eine Webseite dazu. Genau, Pseudonymität, so Spitznamen. McLemon zum Beispiel, so ein Spitzname, verwende ich im Internet. Verwende ich ihn auch offline. Twitter-Usernamen, Matrix, Künstlernamen, Künstlerinnennamen sind Pseudonyme. Ja? Also irgendwas, was ich zwar wiedererkennen kann, aber was jetzt nicht zwangsläufig mit einer Identität zusammenführbar ist, von der der Staat, dessen Pass ich durch die Gegend tragen darf, glaubt, dass ich bin. Bürgerlicher Name. Ja. Stimmt das? Ist das? Ja. Und dann ist natürlich eine Frage, die man sich dabei auch stellen muss, wenn ich will jetzt anonym sein, cool, wem gegenüber? Und in welcher Qualität möchte ich das sein? Ja. Möchte ich anonym sein gegenüber denen, die eine Webseite betreiben? Ich möchte mir das anschauen können, aber ich möchte nicht, dass die wissen, wer ich bin. Und dann melde ich mich dort mit meinem Login an. Auf einmal bin ich nicht mehr anonym, sondern nur mehr pseudonym. Aber vielleicht trotzdem nicht zu meinem bürgerlichen Namen zusammenführbar, meine Identität. Ist das jetzt gut oder schlecht? Vielleicht möchtest du deinem Internetprovider gegenüber anonym sein. Schwierig. Da liegt ein Kabel, irgendwie so Klingeldraht aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden und der weiß halt, von wo die Verbindung herkommt. Und alle meine Daten kommen bei meinem Internetprovider vorbei und die können das alles mitlesen im Prinzip. Und auch wenn es zu großen Teilen verschlüsselt ist, sehe ich dort immer noch sehr viel. Also Netflow und auch bei TLS sehe ich immer noch, wo es hingeht zu großen Teilen. Ja. Kann zumindest einen Teil davon kann ich geheim halten. Bei meinem Internetprovider geht es eigentlich nichts an, wo ich hinsurfe zum Beispiel. Sollte die auch nichts angehen. Ja, manche sind sicherlich neugierig. Und speziell in den USA gibt es da ein paar sehr interessante Fälle, was die so tun. Aber im Prinzip geht es nichts an. Genauso wenig, wie es die Strabag was angeht, wo ich mit meinem Auto hinfahre. Deren Dienstleistung ist es, Verkehrswege zur Verfügung zu stellen. Wo ich dorthin fahre, ist egal, solange ich mich halbwegs an die Straßenverkehrsordnung halte. Ja? Genauso mein Internetprovider soll mir einen Zugang verschaffen. Denen geht es nichts an, wohin ich auf diesem Zugang surfe. Ist genau das Gleiche. Und niemand kommt auf die Idee, der Strabag zu sagen, naja, aber du musst jetzt jedes Auto aufmachen und schauen, ob dort, keine Ahnung, ein paar kopierte DVDs drinnen liegen. Ja? Aber Internetprovider müssen überwachen. Passt auch nicht ganz zusammen. Ne? Zweierlei Maß. Kann schon viel näher sein, die Bedrohung. Sagen wir mal Bedrohung. Ne?
das lokale Netzwerk. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch nicht den Laptop im Rucksack hat und mit Wireshark da mitsneeft und den ganzen Traffic, den ich da produziere und den ihr alle produziert, mitschneidet und nachher schauen geht. No, wo waren sie? Wo haben sie sich hineingeloggt? Ui, interessant. Dort haben sie auch einen Account, na schau. Wer macht denn sowas? Wenn ihr bei Freunden zu Gast seid, ihr wisst nicht, ob die das tun. Die Freunde wissen noch nicht, ob ihr das tut. Ja? Man kennt ja so dieses gesellschaftliche Protokoll. Wie lange muss ich schon da sein, um nach dem WLAN-Passwort fragen zu dürfen? Ne? Und wir wissen alle, warum das WLAN bis zum WC reicht. Ja? Ja? Ah ja, ah ja, genau. Und dann gibt es halt auch noch Probleme damit, dass wir gar nicht wissen, wer noch alle in unserem Netzwerk ist. So wie die Crack-Attacke vor kurzem, die so ziemlich jede WLAN-Verschlüsselung ad absurdum geführt hat, aushebelt. Ist jetzt zwar schon ein paar Wochen her, aber hey, Apple hat heute ein Update dafür rausgebracht. Immerhin. Schauen wir mal, wie viele Jahre es dauert, bis das alle eingespielt haben auf ihren AirPod-Stationen. Kann schon mal brauchen. Gut, also wir haben schon gesehen, Anonymität, Pseudonymität, das kann viele Ecken haben. Und es sind sehr viele Fragen dabei, wem gegenüber möchte ich das erwirken können. TorProject.org, da könnt ihr mit jedem Browser hingehen und könnt euch den Tor-Browser runterladen. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Infos dazu, da könnt ihr stundenlang lesen, wenn euch, keine Ahnung, während der Feiertage langweilig ist, schaut da mal rein. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Papers, aber auch sehr viele technische Sachen und ganz viel Software und Projekte da links unten, den Tor-Browser, das Tails-Projekt, den Atlas, Urbot, ganz viele Projekte, die da mit zusammenhängen, die, auch wenn ihr selber Netzwerke plant, durchaus interessant sind. Wie schaut dieses Tor-Netzwerk aus? Das Tor-Netzwerk ist ein sogenanntes Overlay-Network, so wie die meisten von diesen Implementationen funktionieren. Das heißt, sie machen ein Netzwerk auf dem Internet. Einfach noch einmal ein Netzwerk draufgelegt. So wie ein VPN ein Netzwerk auf dem Internet ist, ist auch das Tor-Netzwerk oder I2P ein Netzwerk auf dem Internet drauf. Ein Netzwerk auf dem Netzwerk. Das liegt da drauf, deswegen Overlay. Im konkreten Fall von Tor, das besteht aus ungefähr, also momentan grob 7000 Tor-Knoten. Ein Tor-Knoten ist nichts anderes als ein Rechner, der kriegt da verschlüsselte Pakete rein und wirft dort verschlüsselte Pakete wieder raus. Den ganzen Tag, ganz viele davon. Manche mehr, manche weniger. Und betrieben wird das Ganze von Organisationen, von Privatpersonen, von Firmen, von Geheimdiensten, von allen möglichen Leuten. Ihr wisst es nicht. Manche davon kennen wir nicht. Vielleicht sind in diesem Raum auch ein oder zwei davon, die das machen. Alles nicht gefährlich. Weil ihr wisst auch nicht, wer ist euer Internetprovider genau. Also ihr habt eine Firma, aber wer sind die Leute wirklich, die da eure Router betreiben, euer WLAN betreiben, die Glasfasern beobachten? Da ist eine Frage im Publikum. Kann ich selber auch so einen Tor-Knoten sein? Ja, selbstverständlich kannst du auch selbst gerne einen Tor-Knoten betreiben. Wenn du dazu konkrete Fragen hast, können wir nach dem Ding gerne miteinander quatschen. Ja, aber dann kriege ich ja alles mit, was da drüber rennt. Nein. Nein. Das wäre ja langweilig. Also, dazu kommen wir gleich. Wie schaut das grob aus, wenn man sich das so Landkarte anschaut? Ne? Das ist eine Darknet-Karte auf schwarzem Hintergrund. Also man sieht sehr wenig von den Konturen der Land- und Wassergrenzen auf dieser Erde, aber so eine klassische europäische oder also eine Weltkarte aus mitteleuropäischer Sicht. In der Mitte so Österreich, Deutschland, Schweiz. Zur Linken Nordamerika, Südamerika und rechts so Asien, Ozeanien und so weiter. Und man sieht schon, da wuseln ganz viele Datenpakete herum. Das Projekt heißt Tor Flow, könnt ihr euch im Netz anschauen. Und das hat so nicht ganz real-time, aber relativ zeitnahe Statistiken, wie viel Traffic da geht. Und je heller es ist, umso mehr Daten fließen da. Also man sieht, in Europa ist da recht viel los. Fragen? Hat das Datum unten eine Bedeutung zur Grafik oder? Im Prinzip ja, der Screenshot ist nicht von heute. Aber du kriegst online aktuellere Daten als der Screenshot. Es ist nur ein bisschen zach, animierte GIF-Screenshots in der Größe jedes Mal neu zu machen. Deswegen war ich so schamlos und recycle diesen alten Screenshot. Aber es ist heutzutage ein bisschen heller, aber noch genauso blau. Also es sind einige Knoten dazugekommen seither. Zusätzlich gibt es zu den 7000 Knoten noch ungefähr 3000 Bridges, die dann nicht verzeichnet sind. Die Kapazität vom Tor-Netzwerk sind ungefähr 200 Gigabit pro Sekunde. Ja?
Also euer Laptop oder Standrechner hat irgendwie so einmal Gigabit im besten Fall, und zwar bis zu eurem Router oder bis zum Home-Server, und danach schaut es ganz schlimm aus. Und real verwendet wird davon die Hälfte. So 100 Gigabit pro Sekunde ist ungefähr so das Gesamte, was an Traffic da gleichzeitig permanent durchrennt. Also da ist noch viel Luft nach oben. Frage im Publikum. Warum gerade in Europa so besonders dichte Verkehrsströme zu finden sind in diesem Netzwerk? Ja, es gibt halt in Europa relativ viele, generell viele Internetnetzknoten, die relativ nahe beieinander liegen. So Amsterdam, Frankfurt, Wien und so weiter. Und das andere ist, dass vielleicht auch in Deutschland eine besondere geschichtliche Erkenntnis vorherrscht in den Köpfen, was jetzt so Überwachung angeht. Die haben da einen schlechten Track Record. Ne? Nicht erst in näherer Vergangenheit oder Zukunft, so mit Vorratsdatenspeicherung abschaffen, anschaffen, abschaffen, anschaffen. In, ja. Österreich hinkt ihm immer ein paar Jahre hinterher mit dem gleichen Dummsinn, aber schaut ähnlich aus. Aber es gibt zusätzlich in Deutschland und in Frankreich eine sehr starke Community, die sich für diese Netzwerke stark macht und da sehr viele Knoten betreibt. Und das tut dem gesamten Netzwerk gut und bietet auch sehr vielen Menschen sehr viele Möglichkeiten dadurch. Und viele, an die man auch gar nicht denken würde am Anfang. Gut. Ja, was ist das Ziel? Ja, Anonymität haben wir eh schon gehört. Wer braucht Anonymität? Der klassische Forumstroll, der sich irgendwo einloggt und dann Blödsinn schreibt. Ja, Frage? Kurze Frage zum vorherigen Screen. Ich denke mal, die Asiaten würden viel Anonymität brauchen. Da haben wir aber nichts gesehen. Ich schummel da mal bei mir rein. Ja, in Asien ist es etwas dünner, aber wie gesagt, der ist auch schon über ein Jahr alt, der Screenshot. Also fast zwei. Hat bald wieder Geburtstag. In Asien gibt es auch einiges, aber dort ist es nicht so stark verbreitet. Dort sind teilweise andere Netzwerke eher präsent als Tor. Tor ist vorrangig in West- und Mitteleuropa und Nordamerika stark vertreten. Man sollte es nicht glauben, also die Frage war, wie die Funktionalität in China ist. Man sollte es nicht glauben, ja, es gibt Exit-Knoten und auch Knoten in China. Das Internet sieht sehr anders aus, wenn man dort rauskommt. Oder auch gar nicht aus, wenn man dort rauskommt. Durchaus interessant, kann man auch ausprobieren. Aber du findest auch Exit-Knoten in Weißrussland, in Südamerika, in Kapstadt. Also die Liste ist öffentlich einsehbar und du kannst dir das genau anschauen. Also, bei 7000, da kommst du schon eine Weile rum. Okay, wir waren bei der Anonymität. Wer braucht die? Journalistinnen vielleicht? Also brauchen im Sinne von anwenden, weil es einen sinnvollen Grund dafür gibt. Nicht im Sinne von, eigentlich sollten es die Leute wirklich, wirklich tun, um sich selber zu schützen. Aber wenn ich jetzt überlege, eine Journalistin, die über eine Firma recherchiert, ja, kommt aus dem Netzwerk ihrer Redaktion, der Netzblock von Dollar Medium, von egal welchem Medium, lässt sich mit der Zeit feststellen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Webserver-Logs durchschaue, sehe ich, ah, da war die Zeitungsredaktion bei mir, da haben sie wieder geschaut. Ui, und in letzter Zeit kommen sie sehr oft. Was interessiert die denn so genau an uns auf einmal? Was recherchieren die? Die Journalistin hat auf einmal sehr stark auf sich Aufmerksamkeit gemacht. Willentlich oder nicht, vielleicht ist es auch unangenehm, kann sein. Vielleicht ist da gerade eine Firmenübernahme, die sich anbahnt und irgendwer schaut schon mal. Vielleicht finde ich ja was dazu. Oder man ist draufgekommen, oh, in den Panama Papers steht diese Firma auch drinnen. Die haben da mit Steuerbetrug was auf dem Hut. Schauen wir mal, wer sind denn die so? Ne? Tät nicht schlecht, wenn jetzt diese Firma nicht feststellen könnte, dass da auf einmal Journalisten aufmerksam geworden sind und schauen können, und recherchieren können, um dann vielleicht etwas mehr Gerechtigkeit in die Welt bringen zu können. Privatpersonen, die einfach nicht getrackt werden wollen, weil sie nicht die siebente Waschmaschine auf Amazon kaufen wollen hintereinander, weil sie schon zwei haben. Ja? Du hast einen bei dir im Weblog, das steht drinnen, du hast einen Webartikel auf der Wikipedia angeschaut über HIV-AIDS. Wer hat sich denn da angesteckt in der Familie? Eine total naheliegende und logische Schlussfolgerung, nur komplett falsch. Weil in Wirklichkeit recherchiert die Tochter gerade für ein Bioreferat über die Tierhelferzellen und das menschliche Immunsystem. Vollkommen legitime, plausible Erklärung. Aber
der Schluss, da hat sich jemand was eingefangen, ist sehr schnell gemacht. Und die Verurteilung ist auch sehr schnell passiert und die Stigmatisierung. Nur es war halt falsch. Oje. Wenn das jetzt was anderes ist, das war halt ein Irrtum, eine schlechte Ausrede, wenn dir die Polizei gerade die Tür eingetreten hat und eine Hausdurchsuchung bei dir macht, weil sie sich was ausgedacht haben. Und ja, das ist in Österreich schon passiert. Da müssen wir nicht in irgendwelche totalitären Regime gehen, wir haben eins im Haus. Ja? Also Anonymität schützt viele Leute vor falschen Interpretationen. Privatsphäre, die soll auch gewahrt bleiben, weil Privatheit, wenn ich jetzt im Kaffeehaus bin und dort im WLAN surfe, geht die halt also auch nicht unbedingt was an, was ich da im Kaffeehaus surfe. Es war freundlich und nett, dass sie mir das Netzwerk zur Verfügung stellen, finde ich cool. Kaufe ich auch gerne noch einen zweiten Kaffee. Unbegrenzabilität, aber geht sie halt nichts an eigentlich. Ne? Ein Bereich, der gerne übersehen wird, ist die Erreichbarkeit von Webseiten. Da ist schon das Stichwort China gefallen. Wie schaut das in China so aus? Naja, manche Sachen gehen einfach nicht. Ja? Und was weiß ich, die Türkei oder Somalia, die blockieren halt zum Beispiel während der Wahl einmal spontan Facebook. So, die Netzwerkinfrastruktur gibt es technisch her, die Möglichkeit. Na, da drehen wir jetzt einfach mal ab und dann ist halt nicht. Oder im Iran, wenn da gerade die Regierung gestürzt wird. Diese Leute können über Tor dann Facebook erreichen und mit der Familie im Ausland kommunizieren oder Twitter erreichen oder irgendein anderes Kommunikationsmedium. Es gibt ja viele. Und Tor bietet die Möglichkeit eben, facebook.com/www.onion, diese Webseite aufzurufen, ohne dass im Log drinnen steht facebook.com. Ja, weil vielleicht kommt ja jemand drauf von der staatlichen Regierung und steht dann da mit gezogener Waffe und schießt wen über den Haufen, weil sie auf Facebook waren. Auch schon passiert. Und Netzsperren sind in Österreich vor kurzem erst im österreichischen Nationalrat auch beschlossen worden. Und damit wird Erreichbarkeit von Webseiten in Österreich zunehmend ein Thema werden in den nächsten Jahren. Also schon mal jetzt sich anschauen, wie kann ich das umgehen im Notfall, weil sonst erwische ich manche Sachen nicht mehr. Wie funktioniert das Ganze? Der Tor-Traffic wird so durch das Netzwerk geleitet. Wenn man jetzt da mal so die klassische kryptografische Verschlüsselungs-Liebes-Tragikomik-Geschichte hernehmen, Alice und Bob, da steht zwar Dave, aber warum, werdet ihr gleich sehen. Alice hat einen Rechner, der ist mit Tor ausgestattet. Das erkennt man daran, dass da ein cooler Tor-Sticker drauf ist. Ja? Nur dann ist es echt. Also der Sticker ist spezielle Software. Ja? Das heißt, der Tor-Browser startet, oder der Tor-Client, das muss nicht ein Browser sein, kann und ist in den meisten Fällen, einer muss aber nicht, und lädt sich mal eine Liste runter, wo sind denn diese ganzen Tor-Knoten, von denen immer geredet wird. Ja? So, gib mir da mal eine Liste. Und da gibt es halt so einen Tor-Server, und da kann man sich so eine Liste holen, und da stehen alle diese 7000 Knoten drinnen. Davon sucht sich Alice, also die Software, die Alice betreibt, einmal spontan drei aus und fängt an, sich mit denen zu verbinden und bildet einen sogenannten Circuit. Das heißt, wir verbinden da zum ersten Knoten, zum zweiten, zum dritten und von dort geht es wieder zurück aus dem Overlay-Netzwerk in das Internet, wie wir es alle kennen. Und wir können bei Bob, da ist er, die Webseite aufrufen. Wer weiß jetzt von dieser Verbindung welche Teile? Wer kennt was? Alice kennt den ganzen Weg, weil die hat den ganzen Weg aufgebaut. Die hat gesagt, und jetzt verbinden wir zum ersten, zum zweiten, zum dritten und dann auf die Webseite von Bob. Alice kennt alles. Praktisch, sonst kämen wir auch dort nicht hin. Der erste Knoten sieht, da kommen verschlüsselte Datenpakete von dem Rechner von Alice. Die IP-Nummer sehen wir. Wo geht's hin? Wissen wir nicht. Da steht nur drinnen verschlüsselter Krempel und ich soll den an den zweiten Knoten da weiterschicken, da rechts oben den. Na, dann nehme ich das, ich kann eh nichts lesen, schick's weiter. Was weiß der zweite Knoten? Ja, da rechts oben. Von der Verbindung sieht er nur, ich habe jetzt da was bekommen vom ersten. Aber wo es ursprünglich herkam, sieht er nicht mehr. Ist alles verschlüsselt. Macht das Paket auf, sagt, ist immer noch verschlüsselt, ich soll es an den dritten Knoten weiterschicken. Und weiß aber nicht mal, ob er jetzt der dritte ist oder nicht. Sondern schickt es einfach weiter. Der dritte Knoten sieht, ich habe von einem anderen Tor-Knoten verschlüsselte Daten bekommen.
entschlüsselt das, sagt, okay, ist für mich und ich soll die Webseite von Bob aufrufen. Na, dann mache ich das. Schick die Anfrage an die Webseite von Bob, dort kommt die Webseite zurück und der nimmt die Antwort und sagt, woher das ursprünglich kam, keine Ahnung. Aber ich weiß, ich packe es jetzt ein und schicke es zurück an da, wo es herkam, nämlich an den zweiten Knoten. Der macht das Gleiche, schickt es an den ersten Knoten retour und der erste sagt, immer noch verschlüsselte Datenpakete, ich kriege heute nichts zum Lesen und schickt es an den Rechner von Alice. Und Alice kann das auspacken und die Webseite anschauen. Die ganze Magie macht euer Tor-Browser für euch im Hintergrund vollkommen automatisch. Hat sie keinen Handgriff dazu tun. Eine Frage, bitte. Wird der letzte Knoten auch die Fähigkeit zum Entschlüsseln denn? Das ist mehrfach verschlüsselt. Da kommt auch der Begriff Onion Routing her. Also du hast mehrere Schichten wie die Zwiebelschichten an Verschlüsselung. Das heißt, die eigentliche Anfrage an die Webseite, so gib mir diese Webseite, nehme ich und verschlüssel sie für den dritten Knoten, dann verschlüssel ich sie für den zweiten Knoten, dann verschlüssel ich sie für den ersten Knoten. Ja? Und dann nehme ich das ganze Backerl, schicke es dem ersten Knoten. Der erste Knoten sieht, ein Datenpaket, versucht das zu entschlüsseln, kann aber nur die erste Schicht entfernen. Und drinnen steht, nimm den Krempel und reich ihn weiter. Und so wird das Ganze weitergespielt, bis es beim letzten Knoten ankommt. Der packt das Ding mit seiner Verschlüsselung, mit der letzten dann aus, kann quasi die letzte Schicht entfernen und sieht, oh, da steht drinnen, get www.digitalsociety.at drinnen. Und dann schickt er das raus, nimmt die Antwort und verpackt sie wieder zurück. Das heißt, vom Inhalt des Paketes können die ersten beiden mal gar nichts sehen, der dritte vielleicht. Ja, wenn die Webseite so wie ORF.at mit HTTP geht, also unverschlüsselt ist, eine unsichere Webseite ist, dann kann der letzte Knoten, der ja das Ding auspackt, feststellen, da will jemand, wer, wissen wir nicht, die ORF-Seite anschauen. Gut, machen wir das halt, schicken wir die ORF-Seite zurück. Geht. Die anderen beiden sehen aber auch von der Antwort nichts, außer dass da was kommt. Ja? Wenn das, so wie die Webseite der Digital Society oder vom Chaos Computer Club Wien, eine Webseite ist, die ausschließlich mit HTTPS, also mit Verschlüsselung funktioniert, dann ist auch die Anfrage, welche Seite jetzt genau, für den dritten Knoten hier, für den letzten, für den sogenannten Exit, wo ich das Tor-Netzwerk wieder verlasse, auch verschlüsselt. Und der kann auch nicht mehr sehen, als dein Internetprovider oder jeder andere Netzknoten auch sehen könnte davon. Ja? Das heißt, Tor zu benutzen ist im Wesentlichen um nichts unsicherer, als einfach so im Netz zu surfen, weil unverschlüsselte Webseiten sind immer unsicher und können immer manipuliert werden und getrackt werden und verschlüsselte eben nicht. Oder nur zu einem sehr kleinen Teil. Gibt es ein paar Details, die kann man immer sehen, aber macht keinen Unterschied. Eine Frage. Was hat die Knoten für Motivation, den Tor-Service anzubieten, weil das wird mit Kosten verursacht sein? Ja, Traffic ist nicht gratis, Strom auch nicht, die Hardware genauso. Der Witz ist, wenn du selber den Bedarf für Anonymität im Internet hast, ja, man muss bedenken, historisch bedingt, also historisch gesehen, kommt die Idee des Onion Routings und damit auch zu einem Teil, wie das Tor-Netzwerk aufgebaut ist, kommt von der US Navy, vom US Naval Research. Deren Anforderungen, also es ist aus den 80er Jahren schon diese Anforderungen. Ja. Das Ganze kommt aus der Zeit und die Anforderung war, wir haben Leute in the field, ja, militärisches Personal und die sollen einen Frontbericht abliefern können. Es soll aber nicht möglich sein im Internet, dass irgendjemand, der Einblicke ins Internet hat, wie zum Beispiel ein Internetprovider, feststellen kann, woher kommt die Anfrage, sprich, wo sind meine Leute an der Front im Internet gerade und an wen liefern sie diesen Bericht? Das ist ein verständlicher, legitimer Grund, warum diese Leute gegenüber den Netzbetreibern und dem Netzwerk selbst anonym sein wollen und vielleicht sogar zum Schutz ihres eigenen Lebens anonym sein müssen. Die technische Implementation hat dann im ersten Schritt der Roger Dingle da eingeschrieben, vor 15 Jahren ungefähr, oder nein, 2004, glaube ich, war die erste öffentliche dann Variante davon. Jetzt könnte man nicht sagen, okay, die US Navy betreibt ein Anonymisierungsnetzwerk. Sehr schön, alle IP-Adressen davon finde ich irgendwann. Und immer wenn eine Anfrage kommt, sage ich, cool, wieder jemand von der Navy, der bei mir vorbeigeschaut hat. Funktioniert irgendwie nicht, alleine ein Anonymisierungsnetzwerk zu betreiben. Das heißt, du brauchst sehr viele Leute mit unterschiedlichen Interessen. Nur wenn du in der großen Masse untergehst,
dann funktioniert das. Und deswegen gibt es das auch. Und weil ich jetzt einen Grund habe, für mich selber Anonymität zu verwenden, kann ich sagen, damit ich das bekommen kann, brauche ich einen Tor-Knoten. Ich brauche aber viele andere Tor-Knoten auch. Das heißt, das Ganze funktioniert nur, wenn mehrere Leute sagen, ich brauche es und ich helfe mit, es zu betreiben. Und das ist auch die Motivation, warum Leute das tun. Weil sie diese eingangs besprochenen und angedeuteten Freiräume, um Gedanken zuzulassen, um die Gesellschaft weiterzubringen, brauchen. Oder eben, um aus einem Krisengebiet berichten zu können oder um mit der Familie in Kontakt bleiben zu können, wenn ich in einem Kriegsgebiet wohne. Ja? Da war noch irgendwo eine Frage, ja. Im Normalfall sind es 3 Knoten, weil das genügt. Technisch kann ich es auch umstellen, bringt aber nicht viel. Also 3 genügen, weil der mittlere sieht immer nur 2 andere Torknoten. Der erste sieht zwar, wo es hergeht, aber nicht, wo es hingeht, also wo es herkommt, aber nicht, wo es hingeht. Und der dritte sieht, wo es hingeht, aber nicht, wo es herkommt. Und damit kann ich mit einer Ausnahme dafür garantieren, dass das anonym ist. 1, 2. Macht der Tor-Browser bzw. die Tor-Software, der Tor-Browser selber ist im Prinzip nur eine spezielle Variante von Firefox, in der diese Software mit drinnen ist, von alleine. Ganz schnell. Das ist ja toll, diese Technologie, wenn man das in einem guten Purpose verwendet, aber natürlich kann jegliche kriminelle Organisation fortsetzen, wie ich glaube, dass sie sich nicht haben, oder? Selbstverständlich. Verwendest du ein Messer in der Küche? Ja. Verwendest du es, um dir ein Brot zu streichen oder um jemanden abzustechen? Meistens ja. So denken auch die meisten anderen Leute auf dieser Welt. Wir haben deswegen trotzdem Küchenmesser noch nicht verboten. Obwohl damit nachweislich schon Leute, obwohl es illegal ist, umgebracht wurden. Aber der gesellschaftliche Gesamtwert von Küchenmessern ist deutlich positiver behaftet, als Leute damit umgebracht werden. Zuerst da oder hat direkt dazu? Ansonsten würde ich da rein noch einfach. Direkt dazu, vorläufig dürfen wir Briefe auch noch zukleben. Das ist die Analogie für mich. Ja, dürfen wir. Es gibt sogar das Postgeheimnis. Die österreichische Post macht aber mit ihren Verteilerzentren, ist sehr stolz darauf, dass sie quasi technisch Vorratsdatenspeicherung aller Postsendungen macht. Das sind die schönen orangen Barcodes. Da wird nämlich der Brief vorne und hinten fotografiert und automatisch zugeordnet, und wie lang und wo diese Bilder aufgehoben werden, die Auswertungen davon, darüber schweigt die Chronik. Bitte. Ist die Information, von wo es kommt, auch wenn sie verschlüsselt ist, bis zum Ende vorhanden? Oder verliert der? Nein, der letzte Knoten sieht zum Beispiel nur, dass die Daten von dem zweiten kamen. Ist aber im Paket die Informationen von vorher auch dabei? Nein, nein, nicht in lesbarer Form. Ja. Das heißt, wenn ich dort die NSA sagt, die setzt dort einen Quantencomputer. Mhm. Wie viele Quantencomputer, die 256 Bit symmetrische AES-Verschlüsselung oder Elliptic-Curve-Verschlüsse hat die NSA von denen? Einen? Sehr cool. Du weißt etwas, was ich nicht weiß, das erzählst du mir bitte nachher. Wir können das auch gerne privat machen. Okay. Da noch eine Frage, dann müssen wir schauen, dass wir weiterkommen, weil die Zeit geht uns aus. Ich bin natürlich auch gerne länger da. Habe ich das richtig verstanden? Auch im Tor-Browser kann man getrackt werden, wenn man eine unverschlüsselte Seite, so wie du gesagt hast, die ORF-Seite aufsucht? Naja, also du hast 2 Möglichkeiten, getrackt zu werden. Das eine ist, der Traffic ist unverschlüsselt und alle, bei denen der Traffic vorbeikommt, können ihn sehen. Ich bin Internetprovider, da kommt ein unverschlüsseltes Datenpaket und ich kann mitschreiben, was drinsteht. Weil es ist unverschlüsselt, kann ich sehen. Das ist im Tor-Browser nicht der Fall, da ist er verschlüsselt. Naja, das kommt. Bis daher schon. Ab da ist das gleiche wie eine direkte Internetverbindung deines Browsers. Und dann kommt es auf die Webseite an. Hat die HTTPS oder hat sie es nicht? Oder hat der Dienst, den du verwendest, Java oder Chat oder E-Mail, eine verschlüsselte Verbindung oder nicht? Wenn ja, ist immer gut. Und dann ist es genauso besser, wie du es bei einer normalen Verbindung auch hast. Aber die dazwischen können davon alle nichts sehen, egal wie. Also da steht eben beim Grünen, das ist Tor verschlüsselt und der rote Teil ist nicht mehr von Tor verschlüsselt, kann aber trotzdem noch zum Beispiel per HTTPS verschlüsselt sein.
Was kommt dann auf die Website an? Dieser rote Teil kann eingesehen werden, weil er noch sozusagen verschlüsselt ist, wenn ich ORF-Seite aufsuche. Ja, aber kann man dann zurücktracken, dass das von Alice gekommen ist? Nein. Immer nur zum Vorher gehen. Also, er weiß, wo er es wieder zurückschicken muss. Genau, also wenn du Bob bist und diese Webseite betreibst, siehst du, jemand hat die Webseite aufgerufen und die IP, die du siehst, ist die von dem Knoten. Mehr weißt du nicht. Wenn ich jetzt natürlich diese Verbindung nehme und mich über meinen Tor-Browser nachher auf Facebook einlogge mit meinem Namen, dann weiß Facebook natürlich, wer ich bin. Ist aber kein Fehler von Tor, sondern ich habe selber gesagt, wer ich bin. Ob das jetzt mein Fehler ist, ist eine andere Frage. Das würde aber im verschlüsselten Vorjahr passieren, wenn ich HTTPS verschlüsselt. Genau, also ist kein Unterschied zum ich surfe ohne Tor. Völlig das Gleiche. Also ich habe jetzt den Überblick verloren, wie viele Fragen noch waren dazwischen. Machen wir da weiter. Was für ein Faktor wird denn das Ganze langsamer eigentlich? Das kommt drauf an. Du musst zwei Arten von Geschwindigkeit betrachten. Das eine ist die Latenz. Also die Zeit, die es braucht von ich sende eine Anfrage, bis ich den Beginn der Antwort sehe. Und das andere ist die Bandbreite, nämlich wie groß und wie schnell kommt meine Antwort dann daher, wenn sie mal begonnen hat, daherzukommen. Die Bandbreite bei Tor, wir haben gesehen vorher, das Gesamtnetzwerk hat eine Kapazität von 200 Gigabit pro Sekunde. Das werden wir mit Österreich alleine nicht ausschöpfen können. Benutzt wird davon ungefähr die Hälfte. Also bei der Bandbreite hast du sicher kein Problem. Ich kann de facto jeden Internetzugang in Österreich ganz problemlos mit, keine Ahnung, mehreren Megabyte pro Sekunde irgendwas downloaden, wenn ich will. Über Tor. Das ist überhaupt kein Problem. Die Latenz ist zwangsläufig schlechter als bei einer direkten Verbindung, weil ich ja insgesamt vier Verbindungen aufbaue. Tor hat zwar einige Methoden, um das quasi zu beschleunigen, und das merkt man auch sehr deutlich. Und wenn du vor 10 Jahren Tor verwendet hast, dann war das wirklich lähmend langsam. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Ja? Du wirst aber sicherlich gegenüber einer direkten Verbindung immer noch bei der Latenz, bei diesem initialen Verbindungsaufbau, immer noch einen kleinen Unterschied bemerken. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das kommt halt darauf an, welchen Circuit du gerade erwischt hast. Der wechselt alle paar Minuten auch. Das heißt, auch da wird versucht, keine Rückschlüsse zu darüber zuzulassen, und wenn du zwei verschiedene Webseiten aufrufst, werden die auch nicht über denselben Circuit gehen, sondern auch über verschiedene. Das heißt, es kann sein, beim einen hast du Glück gehabt, da hast du ein bisschen schnellere Knoten erwischt, beim anderen hast du ein bisschen langsamere erwischt, aber das kann da am Handy genauso passieren. Heute ist es halt mal wieder langsam, weil 400 Touristinnen am Stephansplatz gerade da beim Bundstandl stehen oder am Graben, dann wird es am Handy hier auch langsam werden. Da war noch irgendwo? Nein? Nicht? Gut. Freiheit und Sicherheit gehen in unterschiedliche Richtungen. Du kannst niemals beides haben. Ja. Nicht absolut. Absolut sowieso nicht. Ja, und die Zielsetzungen von ich möchte etwas sicher gestalten oder ich möchte etwas anonym gestalten, gehen in unterschiedliche Richtungen. Du kannst auch das eine und das andere durch ein übertriebenes Forcieren des einen oder anderen deutlich beeinträchtigen. Also ich kann sagen, ich möchte super anonym sein, dann muss ich zwangsläufig meine Sicherheit etwas einschränken, weil halt alle nicht ihre Patches eingespielt haben. Und umgekehrt, wenn ich sage, ich mache es jetzt bei mir super sicher, mache ich auf mich aufmerksam, weil mein Browser verhält sich anders als der von allen anderen. Also, korrekter Einwand, man kann nicht alles haben. Das war das mit Kühen und Essen und Milch oder so. Da gibt es irgendeine Metapher dafür, die sehr unpassend ist. Genau, und für eine andere Webseite schaut der Circuit halt anders aus. Also einmal geht es so herum und einmal geht es andersrum. Das können gleiche Knoten sein, das können andere Knoten sein. Es ist relativ wurscht. Ja. Es gehen eben beliebige Services über Tor und auch viele der anderen Netzwerke. Also nicht nur Webseiten, sondern eben, ich kann da E-Mailen, ich kann da Jabbern verwenden zum Chatten, ich kann irgendwelche Downloads machen, ich kann E-Mails verschicken, ich kann alles machen, was ich sonst im Internet machen kann, kann ich über Tor auch machen, weil es auch nur ein Netzwerk ist. Also, ganz schön. Ich kann aber über Tor ein paar Sachen machen, die ich sonst nicht machen kann. Das ist auch nicht unpraktisch. Wenn ihr mal euch ein paar so Webseiten oder wie denn das ist, mit Tor zu surfen, anschauen wollt, nehmt den Tor-Browser aus mehreren Gründen. Es ist einerseits
ein Ding, das sehr einfach zu bedienen ist. Es ist ein Firefox, der das mit dem Tor von alleine macht. Ihr könnt prinzipiell technisch auch jeden anderen Browser so konfigurieren, dass er Tor verwendet. Würde ich euch nicht raten. Weil der Tor-Browser schaut für alle gleich aus. Das heißt, ihr seid auch innerhalb der Tor-User nicht identifizierbar, weil der Tor-Browser eben für alle gleich ist und damit habe ich bessere Anonymität. Und das andere ist, ihr könnt beim Tor-Browser auch keine Fehler in der Konfiguration machen. Das heißt, ihr könnt auch selber nicht etwas so leicht falsch machen dabei und damit selbst eure Identität ausplaudern. Es ist immer gut, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, solange ich noch nicht darauf angewiesen bin, weil in der Stresssituation, wenn ich es dann wirklich brauche, ist die Chance, dass ich Fehler mache, sehr viel höher. Und wenn ich mich dann selber daran hindern kann, Fehler zu machen, hilft mir das selber. Nächste Frage. Ist es nicht gescheit, einfach nur den Tor-Browser zu verwenden, weil ich dann immer anonym bin, und jede Seite anzuschauen? Das kannst du natürlich tun. Immer anonym ist halt so, Also du musst dann ein bisschen was wahrscheinlich an deinem Surfverhalten auch ändern. Auch dazu gibt es viele gute Erklärungen auf der Tor-Project-Webseite. Das eben so mit... melde ich mich jetzt mit meinem Klarnamen bei Google an, weil ich habe halt mein Gmail-Konto und das verwende ich immer und ich bin eingeloggt, dann habe ich eine tolle, technisch anonymisierte Verbindung, über die ich laut plaudere, ich bin's. Ja? Bin ich jetzt gegenüber Google nicht mehr besonders anonym, aber gegen die neugierigen Leute hier im WLAN oder die im Kaffeehaus oder bei meinem Internetprovider hilft das schon. Deswegen die Frage, was ist dein Bedrohungsszenario, wogegen willst du dich schützen? Gegenüber der Webseite, ja, funktioniert, solange du nicht sagst, wer du bist. Gegenüber dem WLAN, funktioniert, auch wenn du über die verschlüsselte Verbindung dich einloggst, weil das sehen sie nicht mehr. Also kannst du für vieles verwenden. Ich kenne sehr viele Menschen, die quasi den Tor-Browser einfach als Standardbrowser verwenden. Aus genau diesem Grund, weil sie eben der Meinung sind, ich möchte halt doch nicht so viel getrackt werden. Ich habe schon zwei Waschmaschinen. Genau. Also, einfach runterladen, das ist wirklich einfach und ihr könnt alle möglichen Webseiten damit ansurfen. Die Privacy Week zum Beispiel, die jährliche Privacy-Veranstaltung vom Chaos Computer Club Wien, die immer Ende des Jahres ist, wird auch 2018 wieder stattfinden. Unter privacyweek.at findet ihr das. Oder eben Facebook, in dem Fall glaube ich mit der Onion-Seite, also mit der Dark Web-Seite. Facebook Core www.i.onion. Ja, die kann man so erzeugen, zu teilen. Die haben sehr viel Glück gehabt mit dem Namen. Bitte, Frage. Was ist eigentlich der Grund, dass die Exit-Nodes fast immer Tor im Servernamen haben? Eigentlich ist das blöd, ne? Kann man das ja leicht sperren als Website-Betreiber. Nein, also erstens die Liste der Tor-Knoten ist sowieso öffentlich, weil dein Tor-Browser oder dein Tor-Client braucht sie ja auch, um eine Verbindung zum Netzwerk aufbauen zu können. Und wenn er nicht weiß, wo es hingeht, ist schwierig, ne? So, ich brauche einen Wegweiser nach Salzburg, wenn ich nach Salzburg will, wenn ich nicht weiß, wo Salzburg ist. Und warum die das im Namen drinnen haben, ist ganz einfach. Wenn jemand sagt, puh, da kam jetzt in meinem Log eine Zeile vorbei, die schaut komisch aus, dann schaue ich mir halt mal an, welche IP-Nummer war das, hat die IP-Nummer einen Namen, und wenn da drinnen steht, okay, ist ein Exit-Knoten, dann weiß ich schon, da brauche ich jetzt nicht näher schauen, da ist nichts zum Holen mit, wer das war, weil das ist ein Anonymisierungsknoten. Folglich, diese Praxis spart allen Beteiligten ganz viel Zeit und Arbeit. Und die Liste, wie gesagt, ist bekannt und ja, natürlich, ich kann den Zugang zum Tor-Netzwerk sperren, indem ich diese Liste nehme, auf meinem Firewall eintrage und für die nächste Stunde weiß ich, wird niemand das Tor-Netzwerk erreichen. Eine Stunde danach kann schon anders ausschauen. Eines Webseitenbetreibers kann ich Tor-Clients aussperren. Ne? Ja, klar. Kannst du auch. Help.gv.at. Möglicherweise auch. Top Idee. Bringt genau nichts. Also technisch ist es Schwachsinn, das zu tun. Naja, bringt schon was. Ne? Weil wenn ich zum Beispiel irgendwelche sensiblen Services habe, die sehr missbrauchsgefährdet sind, ja, kann ich damit Spaßvögel aussperren, die alle 5 Minuten mit einer anderen IP-Adresse daherkommen. Ja, hast du schon mal nach offenen Proxys im Internet gesucht? Du findest ungefähr zigtausende, die kann ich genauso verwenden. Also mit Tor aussperren bringt, also du kannst dein Gewissen beruhigen damit. Ich habe es ja probiert. Gegen irgendwelche Forumstrolle wird es nicht helfen, weil die können 17.000 andere Proxys im Internet verwenden, einen Haufen anderer Anonymisierungsdienste und...
ja. manipulieren. Ja. Dann ist es viel einfacher, sich alle zwei Minuten eine neue Tor-IP zu suchen, als einen neuen offenen Proxy zu finden. Ne? Ja, braucht man keinen Toren dafür. Hast du schon mal angeschaut? Also Handy-Carrier in Österreich? Handy-Carrier in Österreich verwenden inzwischen für Privatanschlüsse zu großen Teilen Carrier NAT. Das heißt, du hast ungefähr 30.000 Handykunden, die bei AIP-Nummer rausgehen. Sperr die IP. Bringt's für deine Abstimmung. Also ich bin sicher. Glaube ich nicht, nein. Also, wenn es dir ein Anliegen ist, das zu tun, ja. Global das einfach sperren, es bringt für dein Anliegen nichts. Also das ist eine nicht wirksame Maßnahme, die du damit ergreifst. Ja? Wenn du sagst, okay, ich brauche ein Login vorher und alle, die eingeloggt sind, können abstimmen, dann ist das sinnvoller. Das kann ich auch über Tor machen, weil es ist vollkommen wurscht, wo die Leute herkommen. Weil sie ich will jetzt nicht den Betreiber von offenen Zeitungsforen verbergen. Also wie gesagt, ich bin ja selber Tor-User, ich kenne die Problematik und ja, auch Behördenseiten machen das. Die importieren irgendwann einmal eine Liste dieser Torknoten und dann für die nächsten 3 Jahre nicht. 2000 davon gibt es noch, 4000 neue gibt es auch. Und dann. Wenn du das willst, dann kannst du noch einen Namen gehen. Ne? Genau. Bringt nichts. Du müsstest diese Liste jede Stunde aktualisieren und dann kannst du das Tornetzwerk aussperren. Ja, geht. Wenn du noch einen Reverse nimmst, einfach nach dem Titel gehst. Ne? Genau. Tor kommt ja auch bei Sport gelegentlich vor. Also, wie gesagt, ich halte es nicht für sinnvoll. Da war noch eine Frage hinten, ja? Wie ist es mit diesen Onion-Domains? Was ist daran das Spezielle, beziehungsweise ist das eine ganz reguläre Top-Level-Domain, die man bei der ICANN registrieren muss? Oder nein, .onion ist von der ICANN als Special-Use-Top-Level-Domain eingetragen. Die kann nicht von einem Registrar zur Registrierung verwendet werden. Diese .onion-Domains werden generiert aus dem privaten Schlüssel und einer abgekürzten Hash von dem jeweiligen Onion-Service. Das heißt, die kannst du dir nur sehr begrenzt aussuchen. Warum hat Facebook diesen Teil, die haben einfach so lange Keys erzeugt und diese Namensgenerierung gemacht, bis sie zufällig einen hatten, der mit Facebook anfängt. Es gibt Software, die das tut. Ja? Die steht da und macht opportunistisch einen neuen Key, hashen, abkürzen, schauen, was drinsteht. Ist das besuchte Begriff drinnen, kommt er in die Liste mit den Erbsen. Wenn nicht, kommt er in das andere Töpfchen. Und das machen wir ein paar Milliarden Mal und hoffen, dass was dabei rauskommt. Deswegen, Facebook hat ein paar Milliarden davon generiert und alles beginnt mit Facebook genommen und dann geschaut in dem Kaufen, den sie erzeugt haben, was können wir denn marketingtechnisch irgendwie ausnutzen. Und mit Core WWWI haben sie natürlich dann unsere Core World Wide Web Infrastructure eine tolle Marketingaussage gefunden und ist nicht Glück gehabt. Ja. Also die Leute, die das gemacht haben, sind auch bekannt und da ist auch der technische Prozess dahinter klar. Wenn du genug Rechenleistung draufwerfen kannst, dann kannst du dir solche Vanity Names erzeugen. Du musst einfach nur lang genug strunzdumm Schlüssel generieren und schauen, was rauskommt und hoffen, dass einer dabei ist. Das ist im DNS-Netz nicht eingetragen, sondern die Namensauflösung in dem Fall geht über das Tor-Netzwerk. Dort gibt es einen Distributed Hash Table, wo diese sogenannten HSDIR-Server, die Hidden Service Directories, eben nachschauen können, gibt es diesen Namen und wie erreiche ich diesen Namen. Da kann ich dir technisch noch gerne viel mehr erzählen, aber da kommen wir jetzt da in dem Rahmen nicht weiter, das bringt uns da nicht weiter. Es funktioniert. Und die Namen werden in Zukunft mit dem neuen V3 Onion Services noch deutlich länger werden und nicht mehr so hübsch ausschauen. Und das ist ein ganz großes User Interface Desaster, aber wird es auch geben. Ja, Chaos Computer Club Wien, wir haben auch so einen Onion Service. Ja. Du kannst uns aber genauso über c3w.at erreichen, kriegst den identen Inhalt. Und wir können garantieren, dass es der idente Inhalt ist. Was gibt es sonst noch für Services? Weil wir sind schon deutlich über der Zeit, aber ich beantworte natürlich gerne Fragen, wenn alle so entspannt noch da sitzen und darauf warten, wann kommen jetzt eigentlich die. Wo können wir jetzt die Waffen bestellen? Ich werde dir zeigen, wo du nachschauen kannst und wenn du dann was gekriegt hast, schauen wir weiter. Fragen ist doch nicht ganz digital, also gewisse Gewehre kann man kaufen und machen kann. Ja. Also
Also bei österreichischen Unternehmen und Startups, die gerne vorgezeigt werden, ist halt Glock nicht dabei. Ja, aber auch Österreich liefert Waffen in Kriegsgebiete. So Vereinte Nationen, Grundrechte, ein bisschen schwierig, aber darüber redet man halt nicht so gern. Onionshare, ein Dienst, der mit Tor funktioniert. Die Anforderung war in dem Fall konkret, wo das Projekt entstanden ist, zwei Journalistinnen wollen miteinander Files tauschen, sitzen aber beide irgendwo auf einem Netzwerk, wo sie nicht wissen, wer den Firewall konfiguriert, können dort auch keine Ports freischalten, haben keinen eigenen Server zur Verfügung, wollen aber Daten austauschen über irgendeine Geschichte, über die sie gerade schreiben. Daraus ist onionshare.org entstanden. Das ist eine Software, da kann ich quasi meinen eigenen File-Download-Server betreiben, auf meinem eigenen Rechner. Hochkomplexe Software, hat ein Fenster. Ich ziehe die Datei, die ich weitergeben will, da hinein. Dann rödelt das kurz rum, sagt, puh, the Internet is made of Geheimnisse, wir wissen es, Katzen natürlich, ist eh klar. Da kriege ich dann so einen Punkt Onion Service, weil mein Rechner hat gerade Schlüssel generiert und der pfeift drauf, dass die hübsch ausschauen und macht da so einen Download-Link. Den kann ich mir kopieren, schicke den über Signal oder ein verschlüsseltes E-Mail oder auf einem Zettel per Hand, gebe ich den der Person, die diesen Link verwenden darf. Die pastet diesen Link in den Tor-Browser hinein, ruft die Webseite auf, das ist so ein, hier ist ein File zum Downloaden, du klickst drauf und das File kommt. Du brauchst keinen Server im Internet, du brauchst nichts am Firewall rumkonfigurieren, Ports freischalten, irgendwelche Protokollprobleme, sonstiges. Funktioniert einfach und die Datei wird direkt und verschlüsselt übertragen. Und der Frage dazu. Funktioniert aber nur in einem Tor-Browser? Der funktioniert nur in einem Browser, der mit Tor arbeitet. Im Normalfall ist das Tor-Browser, ja. Genau. Ein anderer Browser wird einfach sagen, bla bla bla, Punkt Onion, ich finde den Host nicht, weil die Domain ist nicht für normale DNS-Server zugänglich oder für DNS-Server zugänglich und damit kann sie nicht aufgelöst werden, so wie ein anderer Tippfehler auch oft nicht aufgelöst werden kann. Ja? Das können aber dann die Kinderpornoproduzenten auch verwenden, oder? Das können alle verwenden, die eine Datei zum Download hergeben wollen. Wie kann man das irgendwie? Naja, das ist das gleiche Problem wie mit dem Buttermesser. Ja? Entschuldigung, die Frage ist ernsthaft gemeint. Ja, Anonymität funktioniert halt nur für alle und du wirst Kindesmissbrauch nicht dadurch weniger machen, indem du eine Webseite sperrst. Das funktioniert nicht. Oder indem du an Download-Server, Dropbox sperrst. Über Dropbox kann ich genau das gleiche Spiel machen. Das ist mir völlig klar, ja? Dass das über 100.000 verschiedene Sachen. Genau. Aber, also, aber das bringt dich bei der Problematik leider nicht weiter. Und klar, über die Thematik, da kann man nicht viel diskutieren, da braucht man nicht diskutieren. Ja? Ja, da gibt es auch Stellen, wo du das melden kannst. Aber Selbstreinigungskräfte wären doch grundsätzlich zu befürworten, oder? Ja, ist halt technisch nicht machbar. Okay. Ja? Entweder ich mache einen Service, den ich eben nicht tracken kann, oder ich mache einen Service, den ich tracken kann. Dann kann ich ihn aber für alle tracken. Also digital, 0 oder 1. Genau. Ich kann entweder alle oder gar nicht. Ein bisschen tracken geht nicht. Das ist so wie ein bisschen schwanger. Geht nicht. Also auch nicht nur bei dir konkret, aber das funktioniert nicht. Ja? Diese von vielen Geheimdiensten gehypte Sache mit naja, der goldene Hintertürschlüssel. So, ja, aber wie viele Meldungen hatten wir im letzten Jahr alleine mit dem FBI sind Daten abhanden gekommen? Apple hat ganz bewusst gesagt, nein, wir machen dieses Telefon nicht auf, um, abgesehen davon, dass es ein Regierungsmitarbeiter war, dessen Telefon das war, weil dann kommen die Geheimdienste und machen auf einmal die Telefone von 100 Millionen Leuten auf oder mehr. Und das funktioniert halt nicht so. Gegen Kindesmissbrauch vorzugehen, funktioniert auf einer anderen Ebene sehr viel besser, als irgendwo einen Dienst oder eine Webseite zu sperren. Da gibt es auch in Österreich eine sehr gute Stelle, wo du, wenn dir irgend sowas unterkommt. Das ja, wollen wir ja gar nicht, dass uns sowas unterkommt. Nein, natürlich wollen wir alle nicht, dass uns sowas unterkommt, zu dem Zeitpunkt, wo uns das vielleicht unglücklicherweise aber doch mal passiert. Ja? Egal wo, das kann dir auf jeder Webseite passieren. Ja? Es gibt zigtausende Webseiten, wo irgendwelche illegalen Sachen sind.
der Missbrauch ist in dem Fall schon passiert, der ist schon passiert, den können wir nicht mehr beheben. Ja? Die Menschen haben schon ihren Schaden fürs Leben davongetragen, unschuldigerweise. Und was wir aber tun können, ist der Betrieb von diesen Sachen einstellen. Ja? Da gibt es internationale Abkommen und da gibt es auch in Österreich eine sehr gute Stelle, an die du dich wenden kannst. An die kannst du dich auch anonym wenden, auch mit dem Tor-Browser, das ist die Stopline, stopline.at. Webseite funktioniert nur verschlüsselt, funktioniert tadellos mit dem Tor-Browser. Auch die Leute, die diese Sachen machen und die screenen das ganz offiziell, deren Aufgabe ist es zu schauen, da kommt eine Meldung rein, ist das wirklich illegal oder nicht? Ja? Und wenn das illegal ist, dann haben die auch den Kontakt und auch die Prozesse mit den Strafverfolgungsbehörden, auch international, um diese Leute ausfindig zu machen und um diese Server runterzunehmen. Funktioniert ganz wunderbar. Vor kurzem ist erst der Bericht für heuer rausgekommen von der Stopline. Betrieben wird das Ganze von der ISPA, von der Internet Service Providers Austria. Das heißt, da sind bis auf einen, glaube ich, alle österreichischen Internetprovider dabei, um genau die Stopline zu unterstützen in ihrer wirklich nicht einfachen Arbeit. Das will niemand von uns machen müssen. Das hat gesagt Stopline.at, ja, mit dem Tor-Browser-Anserver. Ja. Nein, du kannst mit dem Tor-Browser jede Webseite aufrufen. Nein, das muss nicht deine Onion-Adresse sein. Du kannst den als ganz normalen Webbrowser verwenden. Okay, und hat der auch einen Such-Client oder irgendwas? Du kannst doch Google damit aufrufen oder DuckDuckGo. Ja, es ist ein Webbrowser, der hat halt zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Also der Tor-Browser ist nicht nur sprichwörtlich, sondern ganz konkret ein Firefox mit Zusatzfunktionen. Der hat einfach zusätzliche Properties für Datenschutz, Privatsphäre und Verschlüsselung, die in anderen Browsern fehlen. Also du kannst genauso gut DuckDuckGo aufrufen. DuckDuckGo zum Beispiel als Suchmaschine hat sogar eine eigene Onion-Seite. Hat gegenüber DuckDuckGo.com oder so sogar den Vorteil, dass es wahrscheinlich etwas schneller ist und das Netzwerk entlastet. Also, und du kannst sicher sein, dass du auf der richtigen Seite landest. Das ist bei Onion Services sowieso garantiert. Und wie findet man jetzt so eine Onion-Seite? Wie findet man so eine Onion-Seite? Wie ist von DuckDuckGo jetzt die Onion-Seite? Also du kannst natürlich DuckDuckGo verwenden, um nach dem DuckDuckGo Onion Service zu suchen und das erste Suchergebnis ist tatsächlich der Onion Service. Es ist doch so kompliziert. Was gibt es denn noch über Tor, alles was man da so sehen kann? Ich habe ja da theoretisch. Können wir überhaupt noch irgendwas machen von der Zeit her? Ich meine, wir sind definitiv weit über der Zeit, aber. Bist du schon fertig? Also, ich kann noch lange weiter erzählen, aber. Von der Planung her wäre ich dann quasi so in Gegend am Ende. Aber wenn es noch interessiert, kann ich auch gerne noch weiter. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das genau so. Wir schließen offiziell den Vortrag jetzt ab und dann in kleiner Runde können wir weiter noch diskutieren. Ich möchte das auf alle Fälle mal. Jetzt wird's, wir können ja weiter diskutieren. Ich habe ja gesagt, nur diejenigen, die schon Termine haben und weggehen müssen, dass sie so einen offiziellen Abschluss haben und auch eine offizielle Verabschiedung haben. Wir können auch gerne weiterschauen, was uns live noch zeigt. Gerne. Und, dass man ein paar Live-Beispiele sieht in einer Suchmaschine, wie man jetzt zum Beispiel irgendetwas suchen kann. Aber ich möchte nun abschließend für alle sagen, die Welt ist ja auch anderweitig illegal. Wenn Sie heutzutage im normalen Internet in einem Spy-Shop versuchen gehen, können Sie genauso was kaufen. Gefasst werden Sie dann bei der Lieferung oder irgendwo. Genau. Und natürlich kriegen Sie auch vom Spyshop schon bei der Mitteilung, wenn Sie ein Handy-Störgerät kaufen wollen und all diese Dinge, kriegen Sie alles geliefert nach Vorarlberg mit österreichischer Adresse, damit der Zoll nicht mehr drüber schaut. Wird alles schon erledigt, auch in normalen Seiten, da brauchen Sie kein Tor-Netzwerk dazu. Kann ich auf Amazon bestellen? Also kann man bei verschiedenen Dingen bestellen. Ja? Ist überhaupt kein Problem. Wenn einer wirklich negativ denken will, wird er einen Weg finden, keine Frage. Genau. Und das sollte man wirklich betonen, das ist eine Technik, wo man Privacy durchziehen kann, wenn man will. Und natürlich gibt es dort genauso negative Ansätze wie anderswo. Interessant ist wirklich nur eines, dass die Behörden natürlich Probleme haben, das dicht zu machen und wirklich wieder zu kontrollieren. Rein statistisch könnten sie natürlich da jetzt 7000 eigene Server betreiben und dann statistisch hoffen, ja, dass ihre eigenen 3 genommen werden und dann finden sie wenigstens, wer von wem mit wem redet. Also theoretisch gibt es da viele Ansätze in der Richtung, aber die werden nicht funktionieren. Richtig, und wenn man sich anschaut, was in den Medien berichtet wurde über, keine Ahnung, irgendeinen Drogenumschlagsplatz, genau. Silk Road 1, 2, 3, weiß nicht, bei welcher Nummer wir gerade sind, wurde in den Medien als, oh mein Gott, und ich kann Drogen im Internet kaufen, ja, kann ich am Mexikoplatz und auf der Josef-Stetter-Straße auch. Ja? Der Unterschied ist,
wenn ich sie auf der Straße kaufe, dann renne ich mit Bargeld rum, habe Beschaffungskriminalität, habe wahrscheinlich zwielichtige Kontakte, von denen ich nicht genau weiß, wie koscher die sind und wie, was deren Anspruch jetzt wirklich ist. Ich habe keine Ahnung, wie der Stoff ist, den ich kaufe. Wenn ich das online kaufe, über so einen Marktplatz, habe ich die Möglichkeit, die Lieferung zu bewerten. Das ist wie bei Amazon. 5 Sternchen, guter Stoff, war gutes Glas, ich kiffe damit gerne wieder zum Beispiel. Ja? Sie lachen, aber welche Vorteile hat das für die Leute, die die Drogen konsumieren wollen oder müssen, weil sie eine Abhängigkeit haben, ja? Und damit eine Krankheit haben, die behandelt gehört? Sie haben die Möglichkeit, ohne sich der Gefahr auf der Straße auszusetzen, ihre Drogen zu beschaffen. Sie haben die Möglichkeit, die Qualität vorher in einem halbwegs brauchbaren Rahmen festzustellen, dass sie jetzt nicht das mit Strychnin, Rattengift oder Waschpulver gestreckte Zeug bekommen. Ja? Und das bedeutet sehr viel weniger Gefahr, der sich diese Leute dann aussetzen. Also als Denkanstoß, das ist nicht alles schlecht. Und auch wenn es in Österreich so Sachen gibt wie die Check-It-Box, wo ich mit irgendwelchen Drogen hingehen kann, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden kommen und mich gleich einkassieren, sagen kann, testet mir das, ist das lebensgefährlich, dieses Zuckerl, wenn ich das nehme, oder ist es doch nur ein Smarty? Ja? Also das hat alles, je nachdem von wo ich es betrachte, viele Aspekte, die nicht alle negativ sind, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick so erscheinen mögen. Gut, also dann noch einmal zum Abschluss. Herzlichen Dank für den Vortrag. War sehr interessant und sehr locker auch vorgebracht. Hat mir sehr gut gefallen und herzlichen Dank auch für Sie, dass Sie hier da waren. Danke. Und jetzt geht es weiter noch bei Getränken und internem Networking oder wenn wir ihn noch belästigen dürfen mit ein paar Fragen. Aber die kommen dann auf kleiner Runde, die wirklich dann an seinem Gerät können wir uns das dann anschauen. Ja. Belästigt mich gerne, ihr könnt auch gerne auch weiter diskutieren und Sie können auch formlos den Raum verlassen, wenn Sie gehen müssen. Weiter. Dankeschön. Also zur Frage eben. Also gibt es Fragen dazu? Bei der Suche, ich glaube, wir waren bei der Suchmaschine. Das soll mal zeigen, wie man genau, etwas sucht. Genau, wir waren bei den Suchmaschinen. Genau. Wo finde ich Onion-Urls und kann ich den Tor-Browser zum Beispiel auch als Standard-Browser verwenden? Ich habe da eine kleine Demo-VM hergerichtet. Das ist ein stinknormales Ubuntu-Linux, das kann jedes andere macOS, Windows oder sonst was auch sein. Den Tor-Browser gibt es für sehr viele Plattformen. Tor-Browser ist Tor-Browser. Ich habe da aufgerufen zum Beispiel die digisociety.at. Gress, ich tue mir ein bisschen schwer damit. Also wenn er das größte... Ja, das ist jetzt von einem Betriebssystem durch zwei, ein bisschen schwierig, aber... Also eines möchte ich kurz hineinstreuen, einmal so als Zwischenfrage, wenn wir jetzt inoffiziell sind. Kurze Zwischenfrage, das Einzige, was mich irritiert, ich habe keinen Fingerprint gesehen vom Tor-Browser. Wer garantiert mir, dass der Tor-Browser ist und ich nicht irgendwo hingeleitet wurde und meinen nicht sauberen Tor-Browser eingetreten habe? Das ist natürlich eine sehr gute und legitime Frage. Wie überprüfe ich, dass ich mir da jetzt nicht eine, sage ich mal... Einen unsauberen Tor-Browser, der von einem, vielleicht in irgendeinem staatlichen System vorinfizierter ist, wo ich umgelenkt wurde mit dem Link übers Name-Service. Wie sagt man so schön, Value-Added-Software? Exakt. Naja, da gibt ja auch die Drohung, dass Java auf 8 Millionen Geräten läuft. Ne? Also, und da kommt auch so richtig so Sucherweiterungen und so, werden da mit installiert. Das ist auch so Taktik, die jede Malware auch heutzutage macht. Also das eine ist, ich gehe auf torproject.org und kann da einfach sagen, ja, gib mir mal den Tor-Browser. Man sieht, am Anfang gibt es so diese kleine Latenz, aber nachher baut sich die Seite jetzt um nicht wirklich viel langsamer aus, als ich sonst auch gewohnt bin. Und ich kann den da eben für das jeweilige Betriebssystem runterladen. Und es gibt hier auch die Möglichkeit, eine Signatur runterzuladen. Das ist eine GPG-Signatur. Und damit kann ich von meinem Download eine Prüfsumme machen und mit GPG kann ich überprüfen, ob der Download auch wirklich von den entwickelnden Personen vom Tor-Projekt signiert wurde und ich damit wirklich eine Originalversion, eine korrekte Version vom Tor-Browser habe und nicht eben eine von meiner freundlichen Regierung erweiterte Software, die Erweiterungen hat, die ich vielleicht nicht so toll finde. Also als Security-Experte gefällt mir, ist mir das nicht ausreichend. Weil der Link verdreht, anderer Server, ich signiere selbst mit dem eigenen Signaturverfahren und die Signatur passt.
Ja, also du kannst natürlich selber das, ein Tor-Paket selber signieren, nur dann kommst du halt nicht, signierst du halt nicht mit den Original-Keys vom Tor-Projekt. Die sind bekannt. Das wäre die nächste Frage. Wie komme ich zu den Original-Keys vom Tor-Projekt? Auch die das wäre die findest du Frage. Auf der Webseite. Es gibt sehr viele Organisationen und auch Treffen, was weiß ich, der Chaos Communication Congress zum Beispiel ist jetzt, dort finden sich auch sehr viele Leute, die mit dem Tor-Projekt zu tun haben. Du kannst sie persönlich ansprechen zum Beispiel und sagen, ich habe hier ein Ding, kannst du mir mal deinen Fingerprint geben und mir beweisen, dass der echt ist? Das ist gut. Also diese Überprüfungsmöglichkeiten gibt es, das Projekt nimmt das verständlicherweise und zum Glück auch sehr, sehr ernst und bietet da sehr viele Möglichkeiten, das zu überprüfen. Das Gleiche ist so natürlich für Windows und für Linux und für macOS der Fall und auch den Source Code kann ich damit überprüfen und wenn du was ich zum Beispiel Debian Linux verwendest, dort gibt es ein entsprechendes Paket, das du einfach über apt installieren kannst, so wie jedes andere auch. Und bei Debian ist zum Beispiel auch schon der Fall, dass dort ein sogenannter Reproducible Build gemacht wird. Das heißt, wenn du das vom Quellcode selber kompilierst und jemand anderer kompiliert das vom gleichen Quellcode, kriegt ihr nachher auch ein identes Binary raus. Das heißt, du kannst sogar überprüfen, dass, ob jemand anderer vom gleichen Quellcode kompiliert hat. Das ist nicht trivial und das war relativ viel Aufwand, die Pakete entsprechend anzupassen und den Build-Prozess zu machen. Andere Projekte, wie zum Beispiel das FreeBSD oder HardenedBSD-Projekt, sind dann noch nicht ganz so weit, aber haben auch schon sehr viele Pakete, die auf gleichem überprüfbarem Weg gebaut werden. Bei Windows schaut es da sehr schlecht aus, bei macOS. Also genauso das wäre genau der Punkt Android gewesen, auf das ich raus wollte. Also bei Linux würde ich sagen, unterstütze ich. Bei Windows bin ich ein bisschen noch skeptisch. Genau. Was du natürlich hast, ist, dass torproject.org ausschließlich über HTTPS erreichbar ist. Das heißt, wenn dir da jemand das HTTPS aufbricht, dann weißt du hoffentlich, wer dein Bluecode-Admin ist und hast die entsprechenden Zertifikate entweder im Auge oder kannst dir dann die Signatur über einen anderen Weg holen. Du kannst es auch mit fünf verschiedenen Rechnern über fünf verschiedene Wege runterladen und schauen, kriege ich immer das Gleiche. Weil die Chance, dass ich einen Rechner bei dir oder einen Weg manipulieren kann, ja, viele Wege, schwierig. Das ist schon sehr speziell. Das ganze Thema ist schon sehr speziell. Aber ich möchte nicht, dass die Fragen unbeantwortet bleiben. Wo sie nicht bei allen ins letzte Detail gehen. Sind immer noch nicht Suchmaschinen, genau. Nicht unsere Schuld. Meine Schuld. Nachdem das ein schlicht und ergreifend ein Firefox ist, habe ich natürlich da rechts auch ein Suchfeld. Und ich habe da schon mal, also ich kann zum Beispiel über DuckDuckGo mich sicher vertippt, oder? Du suchst hier über DuckDuckGo, oder? Ich suche jetzt der Einfachheit halber, das ist die Standard-Suchmaschine, die im Tor-Browser eingestellt ist, über DuckDuckGo. Okay. Kann das genauso über was anderes machen. Such einfach nach DuckDuckGo Onion Service. Das ist eben die Latenz am Anfang des Verbindungsaufbaus, abgesehen davon, dass ich da mit einer virtuellen Maschine über obskure Wege ins Internet gehe und dann hier auf das WLAN und dann ist es halt immer noch Österreich. Und ich weiß nicht, wie die Internetanbindung hier funktioniert. Da könntest du jetzt auch Glock hinschreiben. Ich kann da alles. Du kannst nach allem suchen, nach dem du suchen kannst. Such, wonach immer du willst. Und praktischerweise, DuckDuckGo versteht diese Suchanfrage auch semantisch sehr gut und sagt, visit our onion address. Und dann kannst du da einfach draufklicken. Auch DuckDuckGo geht über HTTPS natürlich. Sehr angenehm. Und man sieht da unten, der Link geht auf blablabla.onion und runter. Es ist eine Suchmaschine, nur steht halt oben jetzt DuckDuckGo Incorporated und .onion dabei. Wird DuckDuckGo jetzt so was anderes zeigen als unter der regulären? Nein. Adresse? Nein. Kannst du selber überprüfen, DuckDuckGo liefert für denselben Suchbegriff allen suchenden Clients die identen Ergebnisse aus. Aber wie finde ich jetzt .onion selber? Wie finde ich jetzt .onion selber? Also du kannst zum Beispiel auf die Wikipedia gehen. Auf der Wikipedia gibt es einen Artikel, der heißt List of Onion Services. Dort findest du welche. Als Rabbit Hole sozusagen. Ja, wirklich. Gibt's. Ich weiß, es ist jetzt unglaublich wenig spektakulär. Aber es tut mir leid. Aber es geht wirklich. Und dort findest du einige Sachen und von dort kannst du weitersuchen. Und
vieles wird sehr enttäuschend sein, weil es ist ein Pastebin-artiger Service, halt mit einer Onion-Adresse, das ist Pastebin. Ich kann da deinen Text reinklatschen und dann ist er drauf. Oder Matrix-Image-Upload. Funktioniert so wie Imgur und 17.000 andere, ich kann ein Bild hochladen, Dienste, und dann habe ich einen Link, da kann ich das Bild wieder abrufen, halt mit einer .onion-Adresse. Ansonsten ist das ein Ding. Und ja, natürlich, wenn ich dann weitersuche, irgendwann finde ich Silk Road 27 oder Alphabet, das es auch schon wieder nicht mehr gibt. Und all diese Seiten wurden geschlossen, und zwar nicht, weil die Anonymisierung technisch vom Tor nicht funktioniert, sondern weil irgendjemand den Server, auf dem das läuft, mit seiner normalen Kreditkarte bezahlt hat. Ja, da kann jetzt Tor nichts dafür. Das ist jetzt auch nicht der Fehler davon, oder irgendein, sondern die Fehler, die alle Menschen machen, nämlich OPSEC, also Operational Security. Ich habe irgendwo vergessen, ich habe in diesem Forum meinen Klarnamen verwendet. Ich habe hier meine normale Kreditkarte verwendet. Ich habe hier meine Gmail-Adresse angegeben, vor 3 Jahren. Das ist genau das, was Ulbricht passiert ist mit Silk Road 1. Nicht aufgepasst. Und genau mit dieser ganz klassischen Polizeiarbeit, genau damit werden genau diese Webseiten genauso gefunden und genauso abgedreht, wie jede andere Webseite, die du ab Seite 5 bei den Suchergebnissen auf Google findest, um dir E-Books zu downloaden oder sonstige Sachen. Der Vorteil für einen Betreiber eines illegalen Service ist eigentlich nur, dass er nicht nur zusätzlich jemanden braucht, der eine Domain verkauft und die dann auch wieder einziehen könnte. Das ist eine Möglichkeit, du sparst dir die 10 Euro im Jahr, ja? Nein, aber nicht wegen den 10 Euro, sondern weil ja der Provider sozusagen auch... Wegen des Registrars, wo du die Domain kaufst und so weiter. Die Domain wieder zu löschen, ne? Ja, da findest du auf diversen Karibikinseln Geschäftsmodelle, wo das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Insel auf dem Domainverkauf basiert, und die verkaufen lieber eine Domain und die schauen nicht nach, wo die verwendet wird. Also, da gibt es sehr viele... Manche davon enden auf .com, ist überhaupt kein Problem, irgendein Domain genau irgendwo mit einem Registrar zu registrieren, der nicht erzwingt, dass ich mit Klarnamen im Whois drinnen stehe. Ja, du kannst auch blockiert werden, du kannst also, mit IP blockiert werden von nationalen ja. Autoritäten. Ja, klar. Aber das Gleiche trifft auf, keine Ahnung, auf den Verdacht, dass ich lästig bin, ich habe noch eine technische Frage. Ein Browser braucht, um mit HTTPS Kontakt herstellen zu können, so ein Server braucht er dessen Zertifikat. Und ja. Wenn er jetzt von den 7000 Servern ein paar tausend dazukriegt, woher weiß der Browser, dass er jetzt, wo kriegt er sein Zertifikat, wenn es gerade Certificate Authority gibt? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Tor-Knoten selber haben natürlich jeder eine Identität im Sinne von, ich habe kryptografische Schlüsselpärchen. Und der Public Key davon ist im sogenannten Konsensus, das ist diese Liste, die der Tor-Client runterlädt, mit der Liste aller Knoten, die stehen da drinnen mit IP-Name, so heißt der Knoten, und das ist der Public Key von diesem Knoten. Mit dem Public Key vom jeweiligen Knoten... Da gibt es keine Autorität, unter Anführungszeichen, in diesem Public Key überprüft. Das ist einfach so. Nein, nein, das ist auch relativ egal. Alles, was du in die Dinge hinschickst, ist verschlüsselt. Du kannst auch selber beeinflussen, welche Knoten du verwendest und welche du nicht verwendest. Ob das eine gute Idee ist, lasse ich mal als sehr komplexe technische Diskussion offen. Das war die Sache mit Sicherheit versus Anonymität. Das ist aber auch prinzipiell vom Inhalt her für die HTTPS-Verbindung komplett irrelevant. Weil du bist auf TCP-Ebene eigentlich. Also du hast reinen Transport. Ja? Auf der HTTPS-Ebene habe ich einen normalen Firefox. Und der hat halt seinen Zertifikatstore mit den Certificate Authorities, denen der Browser vertraut. Das müssen nicht zwangsläufig die sein, denen du als Person vertraust. Aber so wie du im Firefox CAs ein- und abhackeln kannst, kannst du das mit dem Tor-Browser genauso machen. Und du kannst auch im Tor-Browser hier genauso hergehen und in der Version jetzt mit den 17 Varianten Klicks dir das komplette Zertifikat anzeigen lassen mit all den Details, wie du es sonst auch tun kannst, und in den meisten Fällen, wo du Zertifikate hast, also da sind zum Beispiel auch, was ich, Subject Altname mit und ohne www drinnen, so wie du es bei jedem anderen Zertifikat auch finden wirst. Und auch dem gleichen technischen Prinzip funktioniert die
Vertrauensdarstellung, sprich das grüne Schloss, das da kommt, oder eben auch sogar ein EV-Zertifikat mit Namen drinnen. Kein Unterschied. Genau das Gleiche. Mich würde interessieren, wie die .onion-Adresse funktioniert. Ich habe zwar die von Private Key, komme ich zur Adresse, ohne die S, wie viel kostet das Ganze dann? Also der Onion-Name wird erzeugt, du nimmst den Public Key von der Identity deines Onion-Services, machst einen SHA-1, also in der V2-Onion-Version, die alte bisherige, demnächst kommen die V3-Onions, die funktionieren deutlich anders, bildest einen Hash über den Public Key, die Uhrzeit und noch zwei andere Dinge. Ja? Wie viele sind das Ganze dann im Netzwerk? Also ich glaube, die Adresse. Und von dem SHA-1-Hash nimmst du 80 Bit und die machst du in BS32-Encoding, dann hast du mal diesen Gibberish da. Ja? Dieses 3G2UPL4 und so weiter. Also für mich ist das spannend, okay, ich komme mit komplexen Dingen zu der Adresse, aber mein Tor-Browser sagt, ich will den Adresse. Finden. Wie findet der das? Genau. Gut, was sind zwei Dinge. Das eine ist, woher weiß das Netzwerk, was es dir geben soll, was du finden willst. Ja? Das ist der Onion-Service, der eben diesen Key erzeugt, macht mit genau diesen Informationen eine Textdatei und lädt die zu einem von diesen sogenannten HSDIR-Servern hoch, ja? Hidden Service Directory. Das ist ein Flag, eine Funktionalität, die manche der Netzknoten haben. Da geht dein Hidden Service her, also der Tor-Client, wo du das betreibst, geht her und sagt, ich suche mir jetzt 6 Stück aus und da lade ich dieses File hoch. Ja? Dann wissen diese 6 Knoten von den 7000 darüber Bescheid. Das ist ein Distributed Hash Table und in diesem Distributed Hash Table, genauso wie ein Torrent-Client über einen Distributed Hash Table Dinge findet, kann dein Tor-Browser mit genau dem Ding, was da vorne drinnen steht, vor dem Punkt Onion, suchen. Und in dieser Information steht dann ein sogenannter Introductory Point drinnen. Das sind eben 6 Netzknoten, die auch wieder der Hidden Service ausgesucht hat, die dazu dienen, einen Client und einen Server miteinander zu verbinden. Okay, also ich kann die Introductory Points finden, aber wo der Service selber ist, kann ich nicht. Genau, also du hast sowohl ist dein Browser gegenüber dem Service anonym, als auch im Normalfall der Service gegenüber deinem Browser anonym. Weil der Service fängt jetzt an, zu den von ihm publizierten Introductory Points über 3 Hops, so wie jede Tor-Verbindung, eine Verbindung aufzubauen und sagt, und übrigens, wenn du zu mir verbinden willst, hier ist ein Cookie mit, das ist im Prinzip ein zufälliger Textstring. Ja? Und der Client sagt, okay, ich schaue jetzt nach im Distributed Hash Table, finde dort einen Introductory Point, baue zu diesem Tor-Knoten einen Tor-Circuit auf und klopft dort an mit, ich habe einen Cookie, kannst du mich verbinden? Und der Introductory Point macht nichts anderes als, okay, diesen 2 TCP-Streams und hängt die zusammen. Damit erreicht der Client über Tor, der nicht weiß, wo es hingeht, über diesen Introductory Point, der nicht weiß, wo es herkommt und wo es hingeht, einen Server, der nicht weiß, wo es herkommt. Es ist fürchterlich paradox, aber es ist technisch beweisbar und auch mathematisch beweisbar, dass es eine Möglichkeit ist, 2 Leute miteinander bekannt zu machen, dass sie miteinander reden können und beide nicht wissen, wer die andere Person oder das Gegenüber ist. Jetzt hast du natürlich einen Tor-Circuit über 3 Hops, sondern einen über mehr Hops. Das heißt, es wird entsprechend langsamer. Aber es garantiert, dass beide gegenüber anonym sein können. Die aktuelle V2-Implementation ist von 2004, hat sehr viele technische Probleme inzwischen, weil die Technik entwickelt sich weiter, die Kryptographie entwickelt sich weiter. Und wenn ich sage, das ist ein RSA 1024 Schlüssel mit einem SHA-1-Hash, der auf 80 Bit gekürzt wird, ist an diesem Satz alles sehr beängstigend aus kryptografischer Sicht. Ja? Deswegen, wenn du eine Tor-Alpha-Version in 7.5 verwendest, dann hast du schon V3-Onions, der Chaos Computer Club Wien betreibt auch schon einen V3-Onion-Service zum Testen. Just Works hat halt nur so eine Adresse, also 52 Charakter statt 16, schaut genauso fürchterlich aus, kann man sich alles nicht merken, also Lesezeichen sind wirklich praktisch in dem Fall. Aber das geht und jetzt hast du natürlich, so wie bei Facebook oder DuckDuckGo den Fall, das ist relativ wurscht, ich verbinde mich zu Facebook und wo die Facebook-Server stehen, ist bekannt, die findet man. Ja. Facebook hat jetzt auch nicht die Notwendigkeit, dass die Server anonym sein müssen, weil wozu, es ist Facebook, ich verbinde mich mit Facebook, ich weiß, wer sie sind. Ja. Bringt nichts.
Und der Alec Muffett von Facebook selber hat in genau dem Bereich dann eine Erweiterung zum jeweiligen, also Hidden Service-Protokoll vorgeschlagen und gesagt, naja, aber ich kann ja als Server, wenn ich eh nicht anonym sein will als Server, weil es einfach sinnlos ist, kann ich mir die drei Hops zum Introductory Point ersparen. Ich kann das ja durch einen Hop ersetzen. Ich muss ja nur zum Introductory Point kommen, ja? Weil dort kommen die anderen hin. Die Client-Seite ist immer noch anonym, weil der hat immer noch drei Hops dorthin. Aber ich habe von dem Introductory Point zu einem sogenannten One-Hop-Onion, wie eben Facebook es betreibt, eine deutlich kürzere und damit auch deutlich schnellere Verbindung, weil der Service braucht nicht anonym sein. Weil, ja? Also klar, wenn ich meine Weihnachtskekse in grün online verkaufen will, ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich anonym bin, oder in manchen Jurisdiktionen zumindest ist es sinnvoll oder notwendig. Ja? Wenn ich Facebook bin, brauche ich das nicht. Da kann ich aber quasi die Anonymität eintauschen gegen bessere Performance. Plus mit dem Onion Balance Projekt und dem Enterprise Onion Toolkit, das daraus entstanden ist, gibt es eine Möglichkeit, jetzt auch Load Balancing auf Onion Services zu betreiben. Sprich, ich kann dahinter, so wie Facebook, meine ganze Farm stellen und 20 Server dahinter stellen, damit ich genug Performance für die Leute habe, die meinen Onion Service verwenden. Und auch wenn der gesamte Onion Traffic im gesamten Tor-Netzwerk 1%, 2% irgendwo in der Gegend ausmacht, den größten Teil von dem Onion-Traffic, also diese ganzen Punkt-Onion-Connections, Web, Chat, alles Mögliche, ja, den größten Teil davon macht Facebook aus. Also das Ganze ist, genau, in den Medien ist es riesengroß, ja, oh mein Gott, der Drogenumschlagplatz. In Realität findest du mehr Webseiten, wo du illegales Zeug online kaufen kannst, bei Amazon und bei AliExpress und bei sonst was, als das gesamte Tor-Netzwerk groß ist. So reale technische Dimensionen, ja. Aber geht, und wie gesagt, da kommen auch von Firmen, wo man es nicht erwarten würde, weil Facebook so und Anonymität ist jetzt nicht das, was man normalerweise miteinander verbindet, intuitiv. Aber die haben natürlich einen sehr großen Antrieb, selbst einen Onion-Service zu betreiben, und das ist die Erreichbarkeit für sie. Weil eben Leute aus dem Iran, ja klar, die melden sich nachher eh an mit ihrem Namen und Facebook weiß, wer sie sind. Aber sie können auf Facebook kommen und das ist für Facebook wichtig, alle zu mir. Und damit garantieren sie, dass die Leute sie erreichen können. So, damit die Detailfragen bitte kann man jetzt wirklich persönlicher Runde lösen, bitte, wenn es vorkommen, machen wir da persönliche Runde. Ja, dann kann ich nämlich auch was zum Trinken kriegen.